Herzlich willkommen nochmal am HIEG, am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, zum digitalen Salon Hacking the Elephant heute. Super Versprecher, ich erkläre gleich, woher er kommt. Hacking the Elfenbeinturm. Genau, wir machen das hier einmal im Monat, das HIEG in Kooperation mit der Kooperative Berlin. Ich bin Christian Kopster, bin hier am HIEG assoziierter Forscher im Bereich Wissensdimensionen und dort unter anderem, und jetzt klärt es sich auf, Herausgeber des Blogs Elephant in the Lab. Dankeschön, mit Benedikt Fächer, der sitzt da hinten. Genau, ein Blog, bei dem wir uns kritisch mit dem Wissenschaftssystem auseinandersetzen, damit auseinandersetzen, was es für Probleme in der Wissenschaft gibt, die unausgesprochen sind, noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, und perfekte Überleitung für heute Abend. Aktuelles Thema ist dort Impact. Der Impact von Forschung über Forschungsgrenzen hinaus in die Gesellschaft hinein. Und damit sind wir eigentlich beim Thema von heute Abend, nämlich die Frage, wie hacken wir diesen Elfenbeinturm, diese akademische Grenze eigentlich, und gehen darüber hinaus. Wenn man sich so Beispiele, wie das gerade vor Augen führt, ist es ganz fantastisch, dass sich in den letzten Jahren sowas wie Science Slams entwickelt haben, dass wir Blogs haben, um nochmal für das eigene Projekt zu reden, dass wir weiter so, Bene, dass wir lange Nächte der Wissenschaften haben, dass wir die Türen eigentlich immer weiter offen öffnen. Das Problem, was ich glaube, da zu sehen ist, das ist im Grunde Preaching to the Choir. Also wir erreichen damit die Leute, die im Grunde schon eine gewisse Offenheit für Wissenschaft, für Forschung mit sich bringen, die schon die Fragen an die Forschung stellen und offen sind für deren Antworten. Das Problem ist, wie erreichen wir eigentlich den Rest davon? Also was für Formate brauchen wir, um an die ranzukommen, die der Wissenschaft eher skeptisch gegenüberstehen, die der Wissenschaft vielleicht sogar ganz klar misstrauen und die Antworten da nicht suchen oder die Fragen nicht stellen, die dort beantwortet werden können. Und ich glaube, und das wäre meine These, dafür brauchen wir Experimente. Und dafür brauchen wir Experimente, die von mutigen Forscherinnen und Forschern gemacht werden, in genau dieser Transdisziplinarität. Sich zu öffnen für andere Disziplinen, für andere gesellschaftliche Bereiche, um mit denen zu experimentieren. Das Problem, was wir dann aber haben, ist ein wissenschaftsimmanentes. Unser Reputationssystem in der Wissenschaft, also das, womit man Credits erwirbt, wenn man Forscherin oder Forscher ist, das konzentriert sich sehr stark noch auf ganz klassische Kanäle im Moment. Also Forscherinnen und Forscher, die werden danach bemessen, wie viele Publikationen, hoffentlich wie gut sie Publikationen sind, aber primär wie viele Publikationen, was für Drittmittel eingeworben sind. Bestenfalls kommt noch Lehre dazu. Gute Transdisziplinarität, gute Wissenschaftskommunikation zählt noch viel, viel zu selten dazu. Und ich glaube, da kann sich das Wissenschaftssystem zu ganz großen Punkten noch an die eigene Nase fassen und sich überlegen, wie kann man das eigentlich, wie kann man diese Motivation steigern, die Motivation zum Experiment. Denn auch an der Stelle haben wir es eigentlich mit einem Experiment zu tun. Ich bin gespannt, was ihr dazu diskutiert. Ich freue mich sehr auf die Diskussion über Gerwang. Vielen Dank. Da hast du uns ja eine ganze Menge ins Hausaufgabenheft geschrieben. Mal gucken, wie weit wir kommen in der nächsten Stunde. Herzlich willkommen, schön, dass ihr so viele seid. Ich war mir ehrlich gesagt im Vorfeld nicht sicher, ob das so ist. Also herzlich willkommen im Informationszeitalter, so lautete ja der Briefingtext in etwa. Und wir wollen heute diskutieren, wie und zu welchem Ende wir diese Informationen an die Öffentlichkeit bekommen. Immerhin nennt sich das Haus nach dem Weltentdecker und der Forscher Alexander von Humboldt, der genau das, oder sagen wir Ähnliches, wollte: Wissen generieren, festhalten, Bildung draus machen und die teilen. Vielleicht doch ein etwas weites Feld für eine Stunde, aber wie gesagt, wir versuchen zumindest den Querschnitt. Unsere Gäste heute Abend, glaube ich, sind in diesem Feld gut positioniert. Das sind wie drei Schattierungen in diesem Feld. Außerdem lockt wie immer dieser Stuhl, und da ja drangvolle Enge herrscht bei euch, hoffe ich, ist die Bereitschaft groß, zwischendrin sich mal auf einen ganz normalen Stuhl zu setzen und den Rücken zu entlasten. Tut das sehr gerne und grätscht rein und sagt, was euch fehlt oder wo ihr nochmal hin zurück wollt oder mit welchen Anmerkungen ihr kommt. Also zaudert nicht. So, ich stelle euch die drei Gäste vor. Christian Rauch hat 2014 das State Festival gegründet in Berlin. Es soll genau diese Art von Brückenschlag, vermute ich, ermöglichen, also interessierte Laien und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen zusammenbringen, dann wiederum auch noch Wissenschaftliches künstlerisch fassen oder überformen. Ich hoffe, wir hören gleich, wie das geht.
und dann auch neue Themen und neue Zusammenarbeit stiften zwischen Bürgern, Wissenschaftlern, Künstlern. Also ich fasse es mal so zusammen, du bist so der Plattformbauer oder Netzwerkermöglicher. Kannst du auch gleich korrigieren, wenn das nicht stimmt. Dr. Maike Weißpflug ist da und glücklicherweise sehr wild entschlossen eingesprungen in diese Runde. Vielen Dank dafür. Und sie hat politische Theorie studiert. Also eigentlich würde man ja denken, du kommst aus einem anderen Gefilde, wenn man dazu sagt, dass du am Naturkundemuseum arbeitest hier in Berlin. Vorher, das habe ich noch im Netz gefunden, war sie an der Uni Aachen, dort unter anderem als E-Learning-Beauftragte. Vielleicht kommen wir ja noch in die Richtung heute Abend. Sie gehört der Europäischen Citizen Science Association an und arbeitet zum Thema Open Science. Wir versuchen gleich den Begriff irgendwie mal zu fassen. Arbeitgeber ist jetzt, wie gesagt, das Naturkundemuseum, also auch so eine Institution, die Wissen generiert und speichert, aber auch dafür zuständig ist, das unter die Leute zu bringen, wobei hier die Leute nicht eine wissenschaftliche Community ist, sondern jeder und alle. Professor Jan-Hendrik Olberts ist Erziehungswissenschaftler, war von 2002 bis 2008 als parteiloser Kultusminister in Sachsen-Anhalt zuständig, in der CDU-geführten Landesregierung, also kennt, sagen wir mal, Wissensmanagement aus der Warte. Aber dann anschließend von 2010 bis 2016 Präsident an der Humboldt-Universität hier in der Stadt. Und ihr wisst, das Institut hier ist assoziiert mit der HU. Also stand er einer wissenschöpfenden, Bildung vermittelnden Institution vor, an der jetzt durchaus nicht jeder und alle ausgebildet werden, sondern eingeschriebene Studierende. Und da der Titel ja schon genannt wurde, Hacking the Elfenbeinturm, der bestimmt auch im Denglisch großen Anklang bei Ihnen findet, gibt es den überhaupt noch, den Elfenbeinturm? Den gibt es noch? Völlig unverrückt oder ein paar Risse drin? Nee, das Hacken ist der schon hier und da lediert, aber den gibt es noch. Okay, und wie lange wird der noch stehen, um dann gleich die Schlussfrage nach den ersten zwei Minuten zu stellen? Das kommt auf unsere Abwehrmechanismen da oben an. Ach so, und Sie sind Teil der Abwehrer. Okay. So richtig zauberhaft wäre es noch, wenn Sie das Mikro benutzen. So, ich glaube, im Saal hören Sie alle, aber wir streamen. Die freuen sich dann auch. Wenn Sie sagen, wir und uns, dann sind Sie Teil dieses Abwehrbataillons. Naja, das war natürlich Selbstironie. Dieser Elfenturm, der muss nicht nur gehackt werden, der muss sich auch diesen Angriffen öffnen und sie als moderne neue Realität akzeptieren und sein Tun ein bisschen an den Bedürfnissen der Hacker und derer, für die wiederum stehen, ausrichten. Insofern, also mir hat das Bild ehrlich gesagt gefallen, trotz des Denglisch, auf dem das basiert. Mhm. Denn das Bild vom Elfenbeinturm, das ist nach wie vor evident. Mhm. Das wird man auch nie ganz wegbekommen, weil zur Wissenschaft immer Spezialistentum gehört. Mhm. Und das hat immer etwas Ausschließendes. Das liegt in der Natur der Sache. Man kann diese Grenzen also öffnen und brechen, aber systematisch sind die nun mal da, schon durch den methodischen Imperativ wissenschaftlichen Vorgehens, der ein anderer ist, als im Alltag vorzugehen. Und das wird uns immer unterscheiden. Die Frage ist nur, wie hoch errichten wir eigentlich diese Barriere zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft? Im Übrigen gibt es auch noch tolle Übergänge dazwischen. Das ist ja ein sehr plastischer Übergang. Und darüber mal zu reden, gerade in der digitalen Welt, in der wir leben, finde ich spannend. Mhm. Stimmst du zu, Maike? Der steht, der Elfenbeinturm, vielleicht mal ein Kratzer drin oder ein Riss, aber ansonsten ist er noch ganz gut beisammen. Ich würde eigentlich sagen, dass es den Elfenbeinturm nie gegeben hat, sondern dass er eine Illusion ist von vielleicht Wissenschaftlerinnen oder vielleicht, naja, Wissenschaft ist immer unter gesellschaftlichen Bedingungen betrieben worden und hat gesellschaftliche Auswirkungen. Und das muss man verstehen. Wenn wir vom Elfenbeinturm reden, dann hat das vielleicht was mit Elitismus oder auch Machtverhältnissen zu tun. Aber das heißt ja nicht, dass es keine Verbindung zwischen diesem Elfenbeinturm und der Gesellschaft gibt. Deswegen ist das vielleicht irreführend, vom Elfenbeinturm zu reden, der noch steht. Ich würde eher denken, dass wir das Bild kippen oder umdrehen sollten. Aber wenn du sagst, das ist eine Illusion, es gibt ja Illusionen, die sind so wirkmächtig, dass sie dadurch Tatsachen schaffen. Genau, und daran arbeiten wir gerade, da Aufklärungsarbeit zu betreiben und uns vielleicht auch als Wissenschaftler anders zu beschreiben. Also vielleicht soll ich noch mal einen Satz sagen. Der Elfenbeinturm ist natürlich eine kritische Metapher und als solche steht er. Und als solche ist er auch produktiv, weil das uns herausfordert. Also dass es den nicht wirklich gibt, ist klar.
Aber als kritische Metapher ist er da. Er steht für die Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher Welt, die durchaus abgeriegelt immer noch in vielen Bereichen verläuft, und einer Öffentlichkeit, die gern wissen will, was da oben geschieht. Und gut, dann würde ich gerne Christian noch bitten, sich zu verorten gegenüber dem Bild oder gegenüber dem manifesten Elfenbeinturm. Gibt es den? Wenn ja, wie viele? Bilden wir uns den ein? Ich finde es auch eine sinnvolle Metapher in dem Zuge darüber zu sprechen, weil es, das Expertentum ist, finde ich, eine schöne Sichtweise, bedingt natürlich irgendwie, dass man sich abgrenzt und abriegelt, und das hat eine gewisse, ja, es kommt damit irgendwie eine Hoheit und eine gewisse Wertigkeit der Wissenschaft auch dadurch zugute, aber nichtsdestotrotz wird Wissenschaft dann wertvoll, wenn es im gesellschaftlichen Kontext eingebracht werden kann, und das muss stattfinden, und dafür finde ich auch diese Metapher, diesen Elfenbeinturm zu hacken, sehr sinnvoll, weil ich denke, wir sollten sehr stark daran arbeiten, neue Zugänge zu wissenschaftlichen Themen und auch Persönlichkeiten der Wissenschaftler zu schaffen. Und deswegen würde ich da zustimmen. Okay, dann hüpfen wir gleich sozusagen in die Gegenrichtung, und dann würde ich auch dich immer um die definitorische Arbeit bitten. Was ist denn bitte schön Open Science? Da weiß ich nicht, inwiefern ich da helfen kann bei der definitorischen Arbeit. Für mich ist es ein Begriff, dem ich mich sehr zugehörig fühle, weil ich seit Jahren daran arbeite oder meine Leidenschaft darin gefunden habe, noch Wegen zu suchen, wie wir die Wissenschaft für eine breitere Gesellschaft öffnen können. Und ich denke, es gibt da viele wichtige Strömungen. Als finde ich, eine der wichtigsten Strömungen, die das Ganze antreiben, ist natürlich die Open Access Bewegung. Auf der anderen Seite eine mindestens genauso wichtige Strömung finde ich die immer stärker anwachsende Möglichkeit, als Nicht-Experte oder als sehr schön, als hättest du meine Moderationsvorbereitung geschrieben. Das sind genau die nächsten Punkte, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Gut. Aber nochmal zurück, Open Science, wenn du es jetzt jemandem, der gerade aus dem Tiefschlaf aufwacht, erklären müsstest, ist nochmal gerade was? Ich würde sagen, eine neue Bewegung, getrieben von jungen Wissenschaftlern, die versuchen, Barrieren des Wissenschaftssystems einzureißen und Wissenschaft für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Was würdest du sagen, der Science Slam, den wir gerade gehört haben, der ja natürlich hier nicht ganz regelkonform zur Aufführung kam, weil ja der Wettbewerbscharakter fehlte, du konntest ja reüssieren, weil niemand Konkurrenz macht, würdest du sagen, Maike, das ist Wissenschaft, das ist Wissenschaftskommunikation oder just Entertainment? Also es ist schon Wissenschaftskommunikation, und es hat ja schon auch neugierig gemacht auf das, was an Wissenschaft dahinter steckt. Aber wenn ich jetzt die Brücke schlage zur Open Science, fehlte natürlich tatsächlich der partizipatorische Effekt, also die Beteiligung. Und das war jetzt sozusagen One-Way-Direction sozusagen. Wissenschaftler erzählen im Publikum was. Mhm. So gesehen ist vielleicht an dem Entertainment was dran, weil ich denke, bei Open Science ist da wirklich die wichtige Bewegung, das Reinholen und das Umdrehen des Bildes. Es sind nicht mehr Wissenschaftler, die alles wissen oder vielleicht Fragen stellen und was erklären, sondern die Beteiligung der gesamten Gesellschaft an wissenschaftlichen Prozessen. Mhm. Also genau dieses Aufbrechen, dieses, wie ich zustimme, kritischen Bildes des Elfenbeinturms und eben eine neue Definition des Verhältnisses zwischen Laien und Experten und eben dazu mit zu experimentieren und zu spielen und zu sagen, Wissen wird eben nicht nur von Wissenschaftlern kreiert, sondern auch von Bürgern, von normalen Menschen. Und ich darf daran erinnern, dass ja die meisten Wissenschaftler in den meisten Fällen und in den meisten Feldern selber Bürger sind. Mhm. Nur auf ihrer ganz kleinen Insel, vielleicht ein bisschen Experte, aber das stimmt vielleicht auch nicht mehr immer so in einer Welt, die immer komplexer wird. Mhm. Und deswegen finde ich das eine schöne Haltung zu sagen, wir als Wissenschaftler sind eigentlich auch in den meisten Fällen Bürger. Wenn wir ins Büro nebenan gehen zu unseren Kollegen, sind wir das schon. Mhm. Vielen Dank. Man hat nochmal gut gesehen an den Antworten, was für ein weites Feld es ist, auf dem wir uns tummeln. Ich würde jetzt trotzdem gerne versuchen, es zumindest schmaler zu machen und Open Access, den Begriff, den du aufgebracht hast, zu nehmen, und würde Sie nochmal fragen, Herr Olberts, also ich sage es jetzt mal so, wie ich es verstanden habe, kurz gesagt sollen künftig, 2020 ist das, was die EU vorgegeben hat, alle wissenschaftlichen Publikationen, deren Forschung öffentlich finanziert wurde, durch euch alle, die guten Steuerzahlerinnen und Zahler, wie ich hoffe, die sollen frei im Netz zugänglich sein. Ist das richtig so? Ist das eine Leitlinie, wo Sie sagen, gut, dass wir die verfolgen?
wenn ich noch einen Satz zu dem Slam sagen darf, wenn mir das so durch den Kopf geht, das ist auch für den jeweiligen Wissenschaftler oder die jeweilige Wissenschaftlerin eine tolle Herausforderung, Komplexität intelligent zu reduzieren, ohne dabei auf Substanzverlust zu setzen. Und das einzuüben sozusagen ist ja eine Form extrovertierter Wissenschaft, die sozusagen unterhaltsam die Ernsthaftigkeit ihres Strebens zeigt. Und das finde ich total wichtig. Ich habe kurz vorher im Internet nochmal nachgeguckt, das gibt es nämlich auch in der Kunst, die sogenannten 15-Minuten-Akte der Maler der Brücke, dem deutschen Expressionismus, also Schmidt-Rottluff oder Ernst Haeckel, die haben das gemacht. Als ich das nachgeschlagen hat, hatte ich ein digitales Schlüsselerlebnis. Als ich vom 15-Minuten-Akt in Google eintrug, war der erste Treffer: Wie lange dauert guter Sex? Also so irrtümlich können digitale Welten einen mit Bildung ausstatten. Ich halte das vollkommen für richtig. Öffentlich finanzierte Wissenschaft. Bei privat finanzierter ist das schwieriger nebenbei bemerkt. Aber öffentlich finanzierte Wissenschaft geht eigentlich die legitimatorische Verpflichtung ein, ihre Ergebnisse auch aufzutun und zugänglich zu machen. Mache ich das nicht auch, wenn mein Buch in der Bibliothek steht? Ja, sicherlich. Aber da müssen Sie diverse Hürden überwinden. In aller Regel müssen Sie es entweder kaufen oder Mitglied der Bibliothek werden. Ich meine als Open Access tatsächlich, dass man auch im Netz die Online-Version sich angucken kann, dass die Fachkollegen, nur die werden es wahrscheinlich machen, auch in die Datensätze dahinter gucken können, um die Überprüfbarkeit und Wiederholbarkeit sind ja bei wissenschaftlich-experimentellen Arbeiten die Schlüsselkriterien, ne, zur Qualitätssicherung. Und ich halte das für richtig. Ich weiß natürlich nicht, in welche ökonomischen Interessenkonflikte dieses Modell mit Verlagen und dergleichen hineingerät. Da gibt es ja auch noch so Zwischenstufen von diesem Open Access, also so teilweise. Ich habe jetzt nicht die richtigen Wörter dafür parat, aber im Kern ist diese Tendenz vollkommen richtig. Wenn Wissenschaft öffentlich finanziert wird, müssen ihre Ergebnisse auch öffentlich zugänglich sein. Was Sie gerade sagten, leuchtet ja in der Logik des Netzes sehr ein, dass auch die Datensätze, mit denen ich als Forscherin gearbeitet habe, da hinterlegt sind, also sofort überprüft werden kann, wie groß war die Gruppe, wie war der methodische Aufbau, was sind die Ergebnisse. Andererseits sind die natürlich mein wissenschaftliches Kapital als Wissenschaftlerin. Ich wäre ja schön blöd, wenn ich die ins Netz stelle und dann sehe, was die Konkurrenz damit treibt. Ja, das ist einer der großen Konflikte. Der andere ist der Urheberkonflikt. Wem gehört eigentlich welche Idee? Das ist wirklich im Grunde fast eine philosophische Frage, eine rechtliche sowieso. Insofern wird man das sicherlich irgendeinem Regelmodus unterwerfen müssen. Aber der darf nicht lauten Türen zu. Also ich glaube, die Öffentlichkeit wäre auch bereit, intelligent und fair begründete Grenzen zu respektieren, die die Interessen des jeweiligen Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin berühren. Denn gleichzeitig haben wir eine hohe Kompetition, einen irren Wettbewerb und übrigens auch um Tempo, weshalb ja manchmal auch was schief geht, weil Untersuchungsreihen zu früh veröffentlicht werden beispielsweise, weil man der Erste sein will, der in Science oder irgendwo damit öffentlich reüssiert. Aber das alles kann das Gebot eigentlich nicht außer Kraft setzen, dass Wissenschaft ein öffentliches Gut ist und demzufolge auch öffentlich gehandhabt werden muss. Also halten wir fest, wir reden über das Ausverhandeln neuer Grenzen. Wo würdest du die setzen? Du hast jetzt mal so ein bisschen den Kopf geneigt und mal genickt. Also bei den Themen Urheberrecht und die Freigabe von Datensätzen. Freigabe von Datensätzen. Was würdest du sagen? Wo ziehst du die Grenze? Wo wäre es für deine Kolleginnen und Kollegen sinnvoll? Ja, also ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir öffentlich finanzierte Forschungsergebnisse teilen, und zwar so, also auch mit den Datensätzen dahinter, Open Data, weil es die Wissenschaft nachvollziehbar macht und überprüfbar, dass wir Arbeit nicht doppelt machen. Also da sozusagen würde ich sagen, brauchen wir keine Grenzen, wir brauchen aber vielleicht eine andere Art der Grenze. Wenn wir im bisherigen Modus von Wissenschaftsbewertung bleiben und alle wie wild publizieren müssen, dann hilft auch Open Access nicht, dann ertrinken wir alle in einer Flut von Publikationen. Und da hilft es auch nicht, dass das Wissen dann frei zugänglich ist. Das heißt, wir müssen die Bewertung, eingangs wurde das ja schon thematisiert, von Wissenschaft ändern, dass man mehr auf Qualität und mehr auf Kommunikation setzt, dass wir eben einen ganzen Teil bereitstellen, ne, für das. Ich meine, das passiert nicht ohne, so ein Science Slam muss man auch vorbereiten. Man braucht ganz gute Ideen und vielleicht ein paar Stunden Zeit, sich darüber einen Kopf zu machen, wie erzähle ich diese Geschichte. Das macht man nicht eben sozusagen hobbymäßig nebenher oder am Wochenende, sondern es sollte einfach Teil der wissenschaftlichen Arbeit werden. Um eins rauszupicken, du sagst, dann lass uns gucken, dass die Qualität wirklich da ist, ne? Dass wir nicht alle schreiben wie irre, das dann zerhacken, damit vielleicht im besten Falle 4-5 Publikationen rausspringen, statt nur einer ausführlichen. Wer guckt das nochmal nach mit der Qualität? Also wer schreibt drunter, das ist wirklich gut und tut nicht nur so? Naja, bisher bewerten Wissenschaftler
ein Peer-Review-Verfahren. Und das ist der probate Weg oder nicht? Da gibt es ja natürlich auch wieder beide Ansichten. Das ist jetzt die Diskussion und das ist gerade im Entstehen. Und das ist vielleicht auch was, wo man das Publikum auch mal fragen kann, wo sind eigentlich die guten Ideen, wie man Wissenschaft, bewerten kann. Nein, nein, wirklich, diese Diskussion ist noch nicht entschieden. Teil meines Forschungsprojektes ist es, die Arbeit der europäischen Open Science Policy Platform zu begleiten. Und diese Fragen werden dort auch diskutiert, aber es gibt noch nicht so wirklich viele gute Antworten, wie man Wissenschaft, diese neuen Formen der Wissenschaftsbewertung eigentlich aussehen können. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir eben in diesem alten Modus gerade so ein bisschen stecken bleiben vielleicht. Dann helft uns doch raus aus dem alten Modus. Habt ihr da Eingaben? Also es ist natürlich extrem zauberhaft, wenn ihr nach vorne kommt, aber wenn ihr denkt, jetzt habe ich mich da hinten so eingepackt, dann bringen wir auch irgendwie ein Mikro zu euch. Will, kann. Vielleicht darf ich zu dem Thema... Du darfst auf jeden Fall zu dem Thema, aber ganz kurz, kommst du zu uns oder soll ein Mikro zu dir kommen? Berg oder Prophet? Gut, dann sprich du doch vielleicht, nur kurz zu dem während Thema unser Peer Besuch Review. Kommt. Ich hatte, dass der Anschein entstehen könnte, dass Open Access dem Peer Review entgegensteht, was ja nicht unbedingt der Fall sein muss, dass jemand für die Qualität sich verantwortlich fühlt und dass ein Expertengremium über die Artikel wacht, hängt jetzt nicht unbedingt damit zusammen, ob sie danach der Öffentlichkeit frei verfügbar gemacht werden oder hinter einer Paywall verschwinden. Ja, das stimmt, aber der Punkt war ja, lasst uns doch sicherstellen, dass dieser Druck zum permanenten Publizieren nachlässt und das, was ich rausgebe, dann gut ist. Und so, wir haben es hier mit so einer Matrioschka zu tun, kamen wir halt auf die Frage. Ja, ja. Aber jetzt, hallo, guten Abend, hallo. Wer bist du denn? Das wird hochgezogen, wenn alles du sprichst. Alles klar. Jakob Fuchs, Kommunikationswissenschaftler an der UdK. Und der Mann mit den Antworten. Der Mann mit Forderungen. Auch gut. Also ich finde, es ist ein guter Schritt, den Open Access. Ich sehe aber nicht, dass es den Elfenbeinturm hackt. Ich sehe, dass das weiterhin Pull-Kommunikation bleibt. Also Kommunikation, wo sich Leute, die schon ein generelles Interesse haben, die nicht skeptisch sind, Informationen beschaffen können. Ich sehe aber nicht, dass Skeptiker auf gut Glück aus Neugierde auf Seiten gehen, wo irgendwelche Sachen veröffentlicht werden. Und da sehe ich tatsächlich die Schnittstelle, die Wissenschaftskommunikation mehr in der Pflicht. Ich sehe, dass Leute an dieser Schnittstelle arbeiten sollten, die Wissenschaftler verstehen und die die Schnittstelle zum Journalismus, aber auch zur Politik, vielleicht sogar zur PR im Sinne der Wissenschaft stellen sollten. Mhm. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass... Aber ganz kurz, lass mich da nachfragen. Das ist eine Forderung, die du noch nicht erfüllt siehst oder wo du sagen würdest, ja, das gibt's auch, das findet statt in meinem Sinne. Also aus meinem gefährlichen Halbwissen heraus habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Wissenschaft gerade so ein bisschen darum streitet, wie Peer-Review-Prozesse überarbeitet werden können und solche Geschichten. Und das verbleibt für mich völlig im Elfenbeinturm. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel die Leopoldina oder das Science Media Center seit ein, zwei Jahren, was versucht, genau diese Schnittstellen hin zur Politik, hin in den Journalismus zu bedienen. Du würdest nicht sagen, da gibt es ein, wie zart auch immer, aber es gibt ein Umdenken oder es gibt Ansätze. Da ich darüber keinen Hintergrund habe, möchte ich das nicht seriös beurteilen. Okay, und unseriös möchte ich dich nicht dazu zwingen. Aber Dankeschön. Da du gerade sagtest, es fehlt im Grunde der Brückenschlag zu unserem Vorredner, also die Skeptiker, die quasi die Leute, die eher einer Gegenaufklärung anhängen. Und da gibt es ja bei uns in anderen Ländern derzeit ziemlich großformatige Entwicklungen. Hast du irgendeine, wie vage auch immer, eine Idee, wie an die ranzukommen sei? Weil selbst der Wissenschaftsmanager oder Kommunikationsmensch geht nicht von Tür zu Tür und fragt, möchten Sie mit mir über Wissenschaft reden? Na, aus meiner Warte müssen dafür erstmal Anreize geschaffen werden. Also wenn man sich Förderfonds anguckt, dann sind die so gestrickt, dass keine wirklich nennenswerten Budgets dafür freigegeben werden, die Ergebnisse dann am Ende auch zu publizieren. Und das ist ein Punkt, wo man meiner Meinung nach ansetzen müsste, dass tatsächlich ein gewisser signifikanter Anteil dieses Budgets dafür da ist, diese Kommunikation am Ende auch zu betreiben. Was sagt denn ihr dazu? Also sind die Leute nicht da, ist der Wille nicht da, ist das Geld nicht da, woran hapert es? Also erst möchte ich mal sagen, ich finde das einen fantastischen Beitrag, dass es
dass Open Access ist ein wichtiger Teil in so einem, ideal funktionierenden, idealerweise funktionierenden Kochrezept. Das sind aber erstmal nur die Rohzutaten, die brach liegen, wenn niemand dafür sorgt, dass darauf zugegriffen wird. Und ich glaube, dass darauf zugegriffen wird von der Gesellschaft oder jedem beliebigen Teilnehmer der Gesellschaft, der daran Interesse hat, ist dann der Fall, wenn Relevanz geschaffen wird, wenn überzeugend dargestellt wird, warum ein bestimmtes Forschungsfeld gesellschaftliche Auswirkungen nach sich zieht, die es wert ist zu erkunden und durch diese, durch die Darstellung der Relevanz, die Leute dann anfangen, selber vielleicht auf dieses Thema zuzugehen. Und die natürlich auf die wissenschaftlichen Artikel zugreifen, in Rohform, sind vielleicht die ganz am Ende einer Kette. Aber diese Kette hat eine lange Folge und fängt damit an, dass man erstmal darüber redet, dass zum Beispiel in der künstlichen Intelligenzentwicklung gerade eine Revolution passiert, die uns alle, unser Leben verändern wird. Deswegen ist es wichtig, da reinzugucken. Und die offene Verfügbarkeit der Rohdaten und der wissenschaftlichen Ergebnisse ist, denke ich, ein Kernbestandteil davon, dass so eine Kommunikation funktioniert, dass der Austausch und der Impact geschaffen werden kann. Bitte. Also mir ist es auch ein Dorn im Auge, wie wir wissenschaftliche Bewertungen vornehmen. Diese Citation-Indizes zum Beispiel oder der Impact-Faktor ist ein völlig irreführender Begriff. Impact wäre für mich tatsächliche Wirkung einer wissenschaftlichen Aussage, eines wissenschaftlichen Ergebnisses. Ein Impact-Faktor misst aber in aller Regel nur, wie oft in anderen Fachzeitschriften dieser Artikel dann zitiert wird. Das öffnet Tür und Tor für Zitationskartelle. Ne? Man verabredet sich gegenseitig zu zitieren am Ende. Ich kenne zwar solche Fälle nicht, aber sie liegen so nahe, dass es sie geben muss. Aus rein menschlicher Erwägung heraus schon. Und dann werden halt eben bei Bewerbungsverfahren um Universitätsprofessuren werden Publikationen nicht gelesen, sondern gezählt. Und wenn dann einer auch noch schreibt, er hätte 63 Doktoranden, dann sage ich mir, das kann ja gar nicht sein, dass er die noch vernünftig betreut. Und das ist eine Fehlsteuerung, eine Fehlstimulanz, die wissenschaftliche Bewertungen eigentlich von dem wegzieht, was Wissenschaft substanziell sein soll. Nämlich, so barock Ihnen das jetzt erscheinen mag, Wahrheitssuche. Und Wahrheit kennt eigentlich kein Privileg, sondern sie muss offen sein. Andererseits sehe ich natürlich, dass es Expertendialoge gibt, an denen kann ich nicht teilhaben, wenn ich nicht auch Experte bin. In meinem Fall streitet sich zum Beispiel im Moment ein Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Kunde und ein Facharzt für Kieferchirurgie darüber, was mit meiner Pansinusitis, das Wort habe ich, es klingt aber irgendwie durch das Pan, klingt das gut, ne? Aber die sind sich definitiv unterschiedlicher Auffassung. Und das ist ein Expertendialog, an dem ich als Laie nicht teilhaben kann. Gleichzeitig habe ich aber eine Laienkompetenz, das ist die Betroffenenkompetenz. Und das wird in der Wissenschaft immer nicht mit thematisiert, dass es immer auch Betroffenenexpertise gibt. Und das möchte ich thematisiert bekommen. Das finde ich jetzt wirklich eine sehr schöne Stelle, weil du, Maike, ja vorhin sagtest, dass wir 99,9% unseres Lebens keine Experten sind. Wie Sie, wenn Sie beim Arzt sitzen und zwar nicht auf der Seite hinterm Schreibtisch, sondern davor. Was machen Sie denn dann? Gucken Sie dann zum Beispiel in die Wikipedia? Das würde ich ja mal gerne wissen. Wie steht dann ein ehemaliger Universitätspräsident zur Wikipedia? Also ich bin ja... Und geben da Pansinusitis oder was auch immer rein. Darüber habe ich in Brand 1 mal ein schönes Streitgespräch mit Herrn Rickerts gelesen, der heute Staatssekretär ist. Ich bin ja als Lehrer, wenn nicht Oberlehrer, habe ich den Habitus, dass ich sowieso mit der Enzyklopädie Deine Gesundheit zum Arzt gehe. Also ich gucke, das regt die Ärzte fürchterlich auf. Aber letzten Endes erwarte ich von den beiden, dass sie sich untereinander austauschen und mich dann am Zeitpunkt X einbeziehen und mir die Optionen auftun, sodass auch meine Urteilskraft als Betroffener in deren Strategiebildung Eingang findet. So werden wir es wahrscheinlich auch machen, aber ich bin definitiv ein schwieriger Patient, kein englischer, aber ein schwieriger. Weil ich erwarte, aufgeklärt zu werden. Jetzt waren wir ja, der Kommunikationswissenschaftler hatte ja gerade sehr schön die Menschengruppe ins Spiel gebracht, die nicht betroffen ist. In Ihrem Beispiel sind Sie betroffen, Sie verstehen zwar nichts von der Materie, wissen aber, ich muss es, um eine vernünftige Entscheidung am Ende fällen zu können. Ich würde gerne noch mal in die Runde die Frage geben, wie kommen wir, und das hat ja auch schon wieder leider was sehr Missionarisches, wenn ich so formuliere, an die Leute ran, die sagen, Klimawandel ist Bullshit und was weiß ich alles und Frauen gehören an den Herd und Menschen aus bestimmten Ländern haben niedrigeren IQ als die aus Nordeuropa. Also
Wie kommt man an die ran? Die wollen ja nicht belehrt werden. Also die sind ja, am Anfang war die Rede von Preaching to the Choir, die sind ja auch schon belehrt sozusagen und brauchen keine weitere Lehre. Ich glaube, es wäre auch ganz falsch, den Versuch zu machen, die Leute zu belehren, weil sie darauf, glaube ich, allergisch reagieren und das die Spaltung in unserer Gesellschaft schlimmer macht. Aber wenn wir uns und unsere Institutionen dauerhaft öffnen, und ich glaube, das ist auch ein langer Prozess, ein gesellschaftlicher Prozess, ein Kulturwandel, der total aber wichtig ist. Was meinst ist. Du damit, wenn wir unsere Institutionen dauerhaft öffnen? Was bedeutet ja, das? Ja, also diese, alles das, was unter diesem Schlagwort Open Science verhandelt wird, eben partizipative Forschungsprojekte, Bürger einzuladen, mit uns gemeinsam zu forschen und zu öffnen, also diese One-Way-Direction, so der Kommunikation aufzubrechen und einfach auch mal zuzuhören und zu sagen, okay, wir haben hier unsere Forschungsergebnisse, aber lasst uns gemeinsam darüber reden. Ne? Also weil wir sind ja sozusagen zwar Experten in unseren Gebieten, zum Beispiel über den Klimawandel, aber was wir jetzt tun, das können natürlich auch Wissenschaftler nicht beantworten, sondern das kann nur die Gesellschaft beantworten. Und das sind ja auch die Fragen, um die es ja auch eigentlich irgendwie in diesen ganzen Diskussionen jetzt geht. Ne? Vertrauenskrise der Wissenschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, dass wir halt auch merken, und das ist auch wieder so ein Crack im Elfenbeinturm, dass Wissenschaft sozusagen politisiert wird an ganz vielen Stellen. Ne? Die Impfdebatte, und Klimawandel. Und das ist eine positive Entwicklung oder nicht? Naja, das ist einfach erstmal eine Entwicklung. Ja, und wir müssen darauf reagieren. Wir müssen darauf reagieren und ich würde sagen, wir müssen das als Chance begreifen. Okay. Auch als Wissenschaftler uns ins Feld zu schmeißen und uns zu trauen, mit den Leuten zu reden. Also wir brauchen ein bisschen Mut, glaube ich, dafür. Was man nicht darf, die Erwartungen an die Wissenschaft für sich genommen zu überziehen. Was wir jetzt besprochen haben, sind auch Bildungsfragen beispielsweise. Mhm. Bildung ist irgendwas, was zutiefst Analoges in meinen Augen. Aber es muss früh beginnen. Sie kriegen diejenigen, die heute irgendwelche Phänomene, die absolut messbar und unumstritten sind, leugnen, nicht mehr ohne weiteres rübergezogen. Aber sie kriegen, wenn sie mit Kindern anfangen, eine aufgeklärte, rationale Haltung einzunehmen, aufgeschlossen zu sein, neugierig zu sein, denken wir an das Haus der kleinen Forscher hier in Berlin oder denken wir an die Kinderuniversität, da habe ich einen Vortrag über das Rad gehalten, also nicht das Fahrrad, sondern das Rad als uralte technische Einrichtung der Fortbewegung, da werden die erstmal wach und munter und neugierig. Und dann sind sie auch meiner Meinung nach viel resistenter gegenüber irgendwelchen Heilslehren, weil sie gelernt haben, kritisch heranzugehen, zu prüfen, kluge Fragen zu stellen. Ich glaube, als langfristiger Prozess hat die Wissenschaft eine irre Aufklärungspflicht. Kurzfristig als interventive Wissenschaft, da überfordern wir sie. Ich hab solche Debatten geführt mit Leuten, die waren resistent gegenüber jedem. Ein Open Panel sein und das funktioniert heute Abend erfreulich gut. Und deshalb sag uns doch gerne, wer du bist und mit welcher Frage du kommst. Anmerkung, Forderung. Genau das war eher der Punkt, warum ich hier hochgekommen bin, weil ich nicht sagen wollte, wer ich bin. Denn ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, wer sitzt denn überhaupt hier? Wir haben 3 promovierte Leute, die sind alle Wissenschaftler sozusagen. Also wir könnten mal auch vielleicht rumfragen, wer hat hier alles studiert oder wer ist noch dabei zu studieren? Ich glaube, ist es nicht vielleicht sogar, dass wir hier im Elfenbeinturm gerade sitzen und darüber diskutieren? Und warum sitzt hier niemand auf dem... Wir gucken raus und nicht rein. Genau, und warum sitzt denn hier niemand, der kein Wissenschaftler ist oder nicht studiert hat? Ist es so, weil man erstmal sich in der Wissenschaft finden will, wenn man überhaupt ist? Oder ist man überhaupt nicht bereit für einen Dialog? Als Frage an? An alle. Auch, also das habe ich mich so gefragt. Warum sitzen wir denn überhaupt hier und mit wem reden wir denn eigentlich die ganze Zeit? Und was? Du meinst im Grunde, wir führen ein Selbstgespräch? Ja, ist es vielleicht ein Selbstgespräch? Ja, genau. Problem. Ist ja grundsätzlich. ich finde es total wichtig, was du sagst, aber eigentlich jetzt auch erstmal gar nicht verkehrt, dass man erst eine gewisse Selbstreflexion betreibt. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass man als in der Wissenschaft aktiver, in welcher Form auch immer, merkt und merken muss, dass in den letzten Jahren einfach der Einfluss von Wissenschaft und wissenschaftlichen Entdeckungen und Technologie in der Gesellschaft einfach immer mehr wächst und wir dadurch auch eine stärkere Verantwortung bekommen. Und mit der Verantwortung muss man vielleicht anders umgehen, als das früher der Fall war. Und das, die Translationsprozesse werden massiv beschleunigt und die Auswirkungen der wissenschaftlichen Forschung werden stärker merkbar. Und ja, dann gibt es diese ganzen Deutungsprobleme und alles und das zwingt uns dazu, einfach uns damit zu beschäftigen. Und vielleicht kann man das auch erstmal selber machen, idealerweise natürlich mit anderen, aber ja. Grundsätzlich stimmt trotzdem fühlt man sich so ein bisschen ertappt, denn er hat recht. Warum sind wir erst durch seine Frage drauf gekommen, dass man ja theoretisch auch hätte,
einen Nichtwissenschaftler, beinahe hätte ich gesagt einen ganz normalen Menschen, aber das wäre ziemlich gefährlich geworden, also einen nicht wissenschaftlich tätigen Menschen hier mit einzubinden, um mal zu hören, wie, schade, ne? Das machen wir das nächste Mal. So, aber wir haben ja zwei Leute auf dem Podium, die genau das versuchen. Also mit interessierten Laien zusammenarbeiten. Deswegen würde ich dich fragen, Christian, erzähl uns mal von dem Festival. Wie offen ist das? Kommen dann nur die Laien? Du darfst aber auch gerne noch bleiben und mitreden. Also okay, wie du willst. Ich weiß nicht, ob ich noch was zu sagen habe. Ich will dich nicht verhaften, aber... Falls noch jemand hier hin will, sonst... ich bin auch von der Universität der Künste und studiere auch Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation im Master. Genau. Aha. So, genau. Aber nochmal zum Festival. Wer kommt da? Also muss ich da Laie auf Expertinnenniveau sein? Oder kommen da Leute, die nur mal gucken wollen und noch gar nicht wissen, worum es da geht? Was macht ihr? Wer kommt? Wir haben natürlich auch eine Zielgruppe, die versuchen, verstärkt anzusprechen. Und das ist bei uns ein junges, kulturinteressiertes Publikum, möglichst international. Und also auch wieder alle haben studiert oder studieren? Die meisten, ja, also was wir, unser durchschnittlicher Besucher ist, glaube ich, 31, weiblich und spricht Englisch. Ja? Mhm. Was aber für eine Wissenschaftsveranstaltung eigentlich mal ganz erfrischend ist. Mhm. Und was sieht die 31-jährige englischsprachige Studentin, wenn sie bei euch ist? Was guckt sie sich an? Wir versuchen, grundsätzlich mal Themen aufzubrechen, wo wir das Gefühl haben, dass es in unserer gesellschaftlichen Aufgabe ist, einen Dialog zu führen und die aus Wissenschaft und Technologie kommen und zu starken gesellschaftlichen Veränderungen führen. Das letzte Beispiel letztes Jahr hieß unser Festivalthema The Sentimental Machine. Es ging um so eine den Überschneidungspunkt von künstlicher Intelligenzforschung und menschlicher Emotionsforschung. Gibt es die Entwicklung der Affective Economy, das heißt, keine Ahnung, es ist immer mehr KI-Technologien in der Lage sind, besser als wir Menschen den emotionalen Status von unserem Gegenüber zu erkennen. Ja, das kann man natürlich massenhaft machen. Aber jetzt erklär mir noch mal ganz kurz, da kommen dann wirklich, Studenten quer durch die Fachbereiche und Fakultäten oder ehemalige Studierende, um sich das anzuschauen? Oder sind das nicht dann doch schon Leute, die eigentlich Kurs nehmen in das Max-Planck-Institut für irgendwas oder Fraunhofer-Gesellschaft oder Unis? Sind die auf dem Weg in eine akademische Karriere oder sind es Leute, die ganz andere Jobs und Interessen ansonsten haben? Nicht unbedingt. Also wir haben einen großen Teil an Besuchern aus der Maker- und Citizen Science-Bewegung. Wir haben einen großen Teil wirklich an Wissenschaftlern, auch natürlich in akademischen Einrichtungen. Oft ist das auch, überschneiden die sich ja auch. Wir haben aber auch einen großen Anteil an Besuchern aus der Kunst- und Kulturszene. Und da vermischt sich momentan halt auch ganz viel. Und das finden wir ultra spannend. Und für diese Zielgruppe, die zwischen Disziplinen nach Bedeutung und Bedeutung suchen und jetzt auch die Möglichkeit haben, vielleicht zu wissenschaftlichen Themen zu arbeiten, durch die, in Maker Labs und Fab Labs und Citizen Science Projekten auf einmal wissenschaftlich teilzuhaben und vielleicht dann über ihre künstlerische Arbeit neue Interpretationsansätze zu schaffen, entwickelt sich dann eine ganz tolle Szene. Für die bieten wir hauptsächlich eine Plattform. Idealerweise kommen natürlich dann auch Eltern mit ihren Kindern, aber erstmal ist es so ein junges Kulturpublikum, das wir ansprechen. Und was erwartet die da? Ich glaube, im Endeffekt sind wir auch nicht anders wie so ein Science Slam, bloß auf mehrere Tage gestreckt und in verschiedenen Stufen. Mhm. Also das, was man in den Science Slam vielleicht in 12 Minuten packen muss, kann man bei uns in ein paar Tage packen. Und das Besuchererlebnis fängt an mit der Ausstellung. Die Ausstellung, dazu machen wir einen Open Call international und laden Künstler ein zu unserem aufgeworfenen Problemthema, Arbeiten einzureichen. Und diese Arbeiten sollen die Bedeutung dieses wissenschaftlichen Themas reflektieren. Idealerweise sind es Arbeiten, die auch so ein bisschen den Zukunftshorizont aufspannen und ermöglichen für Nicht-Experten vorauszuahnen, wo diese technologische Entwicklung hingehen könnte. Mhm. Also Methoden ist da spekulatives Design zum Beispiel. Und dann kommt man auf diese Ausstellung und wird dann konfrontiert mit möglichen Szenarien der Wissenschafts- und Technologieentwicklung. Die können verstören, motivieren und sonst was. Was sie idealerweise auf keinen Fall machen sollten, ist jemanden kalt lassen. Und dann bist du da und hast dich
bist idealerweise erstmal geöffnet und willst mehr, dann kommst du eine Stufe tiefer rein und fängst an, über partizipative Formate dich mit zu beschäftigen. Dann gibt es halt irgendwelche Open-Lab-Formate oder Workshops oder sonstiges, wo man wirklich mitmachen kann. Es gibt Unterhaltungsformate wie Performance-Abende oder unser Film-Festival-Programm. Und idealerweise ist man so geöffnet und reflektiert und hat sich so stark ausgetauscht, auch durch unsere Networking-Formate mit anderen Wissenschaftlern, die wirklich an dem Thema arbeiten, dass man dann mehr wissen will, und man endet dann im Konferenzprogramm, und da ist man fast eigentlich dann bei einer wissenschaftlichen Fachkonferenz. Mhm. Also sozusagen mehrere Zündungsstufen. Du hast es erwähnt, idealerweise kommen auch Eltern mit Kindern. Das sind dann wahrscheinlich genau die Kinder, die vorher an der Kinderuni waren, weil die Eltern eben eher sich als bildungsnah denn als bildungsfern definieren, womit wir wieder bei dem eben aufgeworfenen Problem sind. Wie kommen wir an die, die eigentlich davon nichts hören wollen? Da würde ich dich fragen, Maike, das Naturkundemuseum arbeitet ja sehr viel zusammen mit Leuten, die im Dienste der Wissenschaft arbeiten, weil sie eine Leidenschaft hegen für, keine Ahnung, Dinosaurier oder Vogelbeobachtung oder überhaupt Flora und Fauna in der Stadt. Gibt es da, also hätten wir da zum Beispiel den vorhin geforderten Gast gefunden, vielleicht bei eurer Kundschaft? Wenn man ehrlich ist, ne, haben wir natürlich auch nicht alle sozusagen aus den, ne, bildungsfernen Ecken bei uns, was wir natürlich gerne hätten und auch daran arbeiten. Aber es sind halt echte Hürden, die es da gibt. Und ich glaube, dass das da wirklich nur langfristiges Engagement hilft und viele Angebote zu machen. Was macht ihr für Angebote? Also wie kann ich mich betätigen bei euch? Also es gibt zum Beispiel... Naja, aber das ist jetzt wieder für Leute, die Internet auch affin sind, eine schöne Internetplattform mit Citizen Science Projekten, Bürger schaffen Wissen. Und da kann man mal drauf schauen, da gibt es ungefähr 80 Projekte, auch deutschlandweit. Ja, und da kann man schauen, für was man sich interessiert, ob zum Beispiel am eigenen Ort oder eben auf einer Internetplattform es Möglichkeiten gibt, einfach mitzuforschen und mitzumachen. Aber da sieht man gleich, ne? Es gibt natürlich die Hürde, ich muss erst auf die Plattform kommen und braucht schon eine Internetaffinität und irgendwie schon ein Vorinteresse. Ne? Und da gibt es natürlich auch Versuche, zusammenzuarbeiten mit Schulen, eben, ne, mit Trägern, andere Leute hereinzubekommen. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Die rufen dann an und sagen, ah, muss ich kommen sozusagen? Ne? Mein Sozialarbeiter hat das irgendwie gesagt. Und das sind dann die Leute, die am Ende dann doch nicht kommen. Mhm. Das heißt, man sollte Citizen Science auch vielleicht nicht als Heilsversprechen sehen. Ne? Wir haben jetzt ganz tolles Tool und damit... Ne, machen wir Pling, wie so ein Feenstab aus dem Elfenturm oder so. Und dann ändert sich die ganze Gesellschaft. Also das ist schon irgendwie auch ein hartes Stück Arbeit, auf die Leute zuzugehen. Und wir müssen, glaube ich, auch rausgehen mit unseren Projekten. Und ne, also es reicht nicht nur, die Türen aufzumachen. Aber natürlich sollten wir die Türen spirangelweit aufmachen von unseren Institutionen. Und eben, und ich glaube, wenn... Ich meine, wie lange gibt es diese Kultur-Partizipa-Projekte schon? Das ist ja was relativ Neues. Und ich denke, da brauchen wir vielleicht auch ein bisschen Geduld, dass sich so eine Kultur ein bisschen ändert. Und dem müssen wir Zeit und Raum geben. Deswegen, wir hatten das ja, eben, ich würde auch gerne sagen... Ich würde ja trotzdem gerne dazu kommen, dass wir so ein paar, wie vage auch immer, Ideen formulieren, wie, wenn wir geduldig sind und Zeit und Raum gegeben haben, das Ding in etwa aussehen kann. Und würde sagen, wir diskutieren, kann sich die Redaktion ja gleich merken, das nächste Mal dieses Thema einfach nochmal, weil das so wunderbar funktioniert mit dem leeren Stuhl. Aber Herr Olberts hat das Mikro schon im Anschlag, also erst er und dann deine Eingabe. Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass ich amüsiert bin, dass Sie den Elfenbeinturm auf das Bein einer Elfe zurückführen. Das ist nochmal was ganz Neues, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Aber was ich, das hat sie gemacht, ne? Den Elfenbeinturm gegendert in eine völlig neue Richtung. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, die Verbindung zu den Schulen, und zwar zu den Grundschulen, eigentlich schon zu den Kindergärten, ist hier Dreh und Angel. Da müsste Wissenschaft hin. Wir haben an der Humboldt-Universität einen Universitätskindergarten neuerdings, den haben wir die Lupe genannt, also nach einem wissenschaftlichen Arbeitsinstrument, das die Dinge vergrößert, auch die Kinder vergrößert sozusagen, wenn man sie handhabt. Und da haben wir ja noch diese soziale Differenzierung, ebenso übrigens auch in der Grundschule noch gar nicht. Und wenn man an die Kinder rankäme, die Interesse haben und andere mitnehmen, also im Klassenverband haben sie ja diese heterogene Situation, aber trotzdem den stabilen Verbund. Und damit erreichen sie in ganz jungen Jahren auch diejenigen, die sozialen Schichten angehören, in denen Wissenschaft und Kultur jetzt nicht an der Tagesordnung ist, wie wiederum in anderen. Also die
die Zusammenarbeit mit Schulen, ist für Schulpartnerschaften beispielsweise, da sind sich Universitäten manchmal noch ein bisschen zu fein dafür. Das hängt auch damit zusammen, dass sie ja primär Wissenschaft machen und forschen sollen und es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die kann ich sogar verstehen, die das als Gefahr ansehen für die konzentrierte, kontinuierliche und eigenständige wissenschaftliche Arbeit, die dadurch gestört werden würde. Wenn wir uns da nicht öffnen, wird es diese Kluft immer geben und sie wird sogar wachsen. Also wir sprechen eigentlich weniger über Wissen, denn über Bildung und, ja. Und Lehrpläne und die Frage, wo die ansetzen. Aber jetzt bist du dran. Ich schätze, du willst nochmal zurück zu einem Punkt, den wir vorher erörtert haben. Ja. Und verrätst du uns, wer du bist? Ich bin Frank Wunderlich-Pfeiffer, ich bin freier Autor, schreibe hauptsächlich für golem.de Wissenschaftsartikel und ich glaube, einer der wesentlichen Faktoren, die, zumindest einer der Faktoren auf jeden Fall, die zur Skepsis der Wissenschaft gegenüber beitragen, ist die Darstellung der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Ergebnisse in der Öffentlichkeit. Es wird sehr viel übertrieben. In beide Richtungen. Es werden gerade die wichtigsten Journals, Science, Nature, sind doch sehr gestrickt darauf, dass man möglichst spektakuläre Ergebnisse hat und nicht unbedingt darauf, dass dort gute Wissenschaft passiert in den veröffentlichten Artikeln. Das Gleiche sieht man auch in der Öffentlichkeitsarbeit der Universitäten. Wenn dort über Forschung gesprochen wird, was dort veröffentlicht wird, was dort an Pressemeldungen herausgegeben wird, was ich ja jeden Tag zu sehen bekomme, dann ist dort auch im Wesentlichen wird sehr viel übertrieben. Es wird relativ wenig Wissenschaft an sich dargestellt. Es wird relativ schlecht dargestellt. Und wenn man einfach insgesamt darauf achten würde, dass mehr Wissenschaft als Wissenschaft selbst dargestellt wird und nicht übertrieben wird. Hast du vielleicht ein Beispiel, wo übertrieben wird und wo eine gemäßigtere Berichterstattung angebracht wäre? Fast überall. Also ich sag mal, also Steckenpferd ist genau. Ach so, wo es genau, jetzt das Mittel genau, gegen irgendwas. Und so in 10 Jahren hat irgendwas. Niemand mehr. Krebsforschung in die andere Richtung, auch Kernkraft zum Beispiel wurde. Künstliche Intelligenz, Quantencomputer kommt jetzt ganz als nächstes. Und wenn wir da Ursachenforschung betreiben, woran liegt es, dass die Pressestellen der Universitäten und Akademien nicht gut besetzt sind oder dass die Journalisten nicht gut ausgebildet sind? Wo siehst du das Manko? Bei den Journalisten ist natürlich das Problem, dass sehr viele sehr wenig Zeit haben. Und wenn ich versuchen würde, ein ordentliches Gehalt zu verdienen, dann hätte ich auch entsprechend weniger Zeit. Da stelle ich zurzeit etwas das Geld hinten an. Also im Grunde dasselbe Problem, das wir vorhin besprochen haben, das gehört bei dem dazu, aber Druck zu produzieren für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber es ist halt auch einfach so, es muss irgendwo... Ich sehe auch einfach nicht die Einsicht. Ich habe mich schon mehrfach unterhalten mit Leuten, die auch Öffentlichkeitsarbeit für Universitäten machen. Und es fehlt dort etwas die Einsicht, dass gerade etwas sehr, sehr schief läuft. Und ich glaube, es fehlt auch etwas die Einsicht beispielsweise bei Nature, bei den Leuten, die diese Wissenschaftsjournale zusammenstellen, dass bei denen etwas schief läuft, dass in deren Darstellung der Wissenschaft etwas sehr schief läuft, weil einfach die veröffentlichten Artikel nicht unbedingt die Qualität der Wissenschaft in den Vordergrund stellen, sondern die Sensation. Ja, der Reihe nach, gerne. Vielleicht, ich habe auch eine Frage. Würde es vielleicht helfen, also ja, das wird auch unter dem Schlagwort Open Science diskutiert, eben Einblicke zu geben in die Arbeitsweise von Wissenschaftlern. Also, dass wir nicht nur Ergebnisse ausspucken und wissen, was ja auch gar nicht der Fall ist, weil die Qualität von Wissenschaft oder das Wichtige an Wissenschaft ist ja eben, dass wir es oft nicht so genau wissen und weiter dran arbeiten. Und das ist ja eigentlich auch das, was uns glaubwürdig macht, dass wir eben nicht irgendwie so sensationslüstern sagen, wir haben jetzt das neue Supermittel, sondern dass es einfach ein laufender Prozess ist, die Wahrheit oder eben gute, funktionierende Dinge rauszufinden. Und das ist ja eigentlich das, was Wissenschaft trägt. Würde das helfen? Wenn man eher das darstellt, wäre das zum Beispiel jetzt so eine Antwort, was man anders machen könnte? Das würde helfen, aber sehr viel davon steht tatsächlich einfach in den Papern drin, die veröffentlicht werden.
aber es gibt extrem wenige Journalisten, die sich tatsächlich hinsetzen und nicht für eine kleine Auswahl von wenigen Veröffentlichungen wie Spektrum der Wissenschaften oder Ähnliches arbeiten und tatsächlich mal ein Paper in die Hand gelesen haben und ein wissenschaftliches Paper gelesen haben, stattdessen halt nur die Veröffentlichungen halt der Presse stellen. Ich würde auch gerne noch vielleicht einwerfen, dass ohne irgendjemand was vorzuwerfen, aber die zum Beispiel die Pressestellen der Universitäten haben vielleicht auch falsche Incentives oder Incentives, die halt dazu beitragen, dass vielleicht Fakten in einem positiveren Licht oder mit einer größeren Strahlkraft dargestellt werden, als sie vielleicht ohne da jetzt halt irgendwie falsche Informationen zu verbreiten, notwendig ist. Und ja gut, aber da muss ich jetzt natürlich gleich eine Lanze brechen und sehe den Verwertungszusammenhang und stelle mir vor, die Leute in der Pressestelle sagen, okay, ich mache jetzt mal eine saftige Headline aus diesem Paper, ne? Und ja. Die sehr verständlich. So, ich will nicht sagen mit Geschmacksverstärker, aber so, dass man schnallt. Es ist doch völlig egal, ob das verständlich ist. Am Ende schadet es der Wissenschaft, beziehungsweise der Wahrnehmung. Wie, dann lieber unverständlich bleiben? Es ist völlig egal, ob das Problem verständlich ist. Das Problem ist da und es schadet einfach der Darstellung der Wissenschaft in der Öffentlichkeit. Aber ich versuche mir den Gegenentwurf vorzustellen. Ja. Jemand schreibt eine ziemlich umständliche und langweilige Presseerklärung. Der oder die wird nicht darauf hoffen dürfen, dass meine Kollegen in den Redaktionen, wo ich arbeite, die aufgreifen. Klar, das ist auch vollkommen verständlich. Ich sitze in der Presseabteilung. Einer meiner Lieblingswissenschaftler hat eine wunderbare Entdeckung gemacht. Ich bin total begeistert. Ich will, dass die ganze Welt das weiß. Und ich will natürlich, dass die Journalisten darauf aufspringen und diese tolle neue Entdeckung möglichst stark verbreiten. Dann muss ich eine Übersetzungsleistung irgendwie eingehen und versuche so zu verpacken, dass diese Message rüberkommt. Und dabei, ist einfach mein Incentive der, dass es möglichst gut ankommt. Wir sprachen vorhin anlässlich des Science Slams über die Reduktion von Komplexität. Das ist ja genau dieser Prozess, wo du sagst, am Ende kommt was raus, was vorne gar nicht reingesteckt wurde. Ja, vielleicht nur noch ganz kurz, um das abzuschließen. Man hat ja diesen Prozess nicht nur zwischen dem Wissenschaftler und dann der Pressestelle. Genau genommen hat man ja den Prozess schon mal beim Wissenschaftler, der die Veröffentlichung schreibt, weil der hat ja selbst im Hinterkopf, okay, die wollen möglichst, Nature oder so, ein möglichst sensationelles Paper haben. Also schreibt der schon in die Richtung. Dann hat die Pressestelle der Universität nochmal den Anreiz, das Gleiche zu machen, das nochmal zuzuspitzen. Dann kommt da eine Presseagentur wie die dpa oder Ähnliches dazwischen und hat nochmal den gleichen Anreiz. Dann kommt als Nächstes nochmal der einzelne Journalist dazu, der nochmal den gleichen Anreiz hat. Und irgendwann ist ein Zerrbild entstanden, das mit der eigentlichen Wissenschaft manchmal wirklich nicht mehr sehr viel zu tun hat. Also wenn man dem auf den Grund gehen will, dann muss man sich die Abhängigkeiten angucken, innerhalb derer solche Prozesse verlaufen. Eine Pressestelle ist, so hart das jetzt klingen mag, keine unabhängige Instanz. Sie ist, ohne dass sie expresses verbes immerzu ermahnt wird, aber letztendlich ist die Pressestelle der Universität und sie versucht, die Universität im bestmöglichen Licht darzustellen. Der Journalist wiederum ist an der Auflage des Mediums, für das er arbeitet, notwendigerweise interessiert, wenn er nicht gedruckt wird, insbesondere wenn es ein freier Journalist ist, verhungert er. Ansonsten kriegt er Ärger. Das heißt, er muss eine Schlagzeile produzieren. Ne? Und wenn man diese Abhängigkeiten sich genauer angucken würde, dann würde es erst spannend werden. Und ich würde gerne noch etwas bestärken, was Sie gesagt haben. Im Wissenschaftsjournalismus sollte man versuchen, tatsächlich von den Resultaten stärker weggehen hin zu den Methoden. Wissenschaft wird sowieso nicht durch Resultate konstituiert, sondern durch Methoden. Die Resultate sind schön, wenn die da sind, die kann man behandeln, aber die Frage, wie ist man dahin gekommen? Was war das methodische Vorgehen? Wie war das Experiment beschaffen? Das ist im Übrigen auch von einem hohen Informationswert. Aber wenn wir immer nur vom Ergebnis gucken, dann und es dann auch noch, Stichwort Krebsforschung, sich als nicht haltbar erweist, dann entsteht ein irres Misstrauen einer Wissenschaft gegenüber, die mit Resultaten jongliert und sich nicht in die Karten gucken lässt, wie sie drauf gekommen ist.
sie lässt sich ja reingucken. Man muss nur hinschauen. Es steht in dem Paper. Ja, aber es wird nicht transportiert. Also es wird auch von den Medien, weder von den Pressestellen noch von den Journalisten wirklich transportiert. Ja, die Frage ist auch, sind die entsprechend geschult, dass sie das transportieren können? Ich habe sie ja auch nicht persönlich angegriffen, aber ich gucke mir das im Ganzen an und sage mir, die arbeiten beide nach demselben schrägen Modus. Ja, also ich erkenne es ja selbst. Hier stehen zwei in den Startlöchern. Im Wesentlichen geworden, weil ich das mitbekommen habe, dass es dort ein Problem aber gibt. Ganz kurz, bevor ihr beide sprecht, dann eine Frage noch. Hast du vorher was, du berichtest als Journalist worüber und hast du das vorher studiert? Also hast du Journalismus studiert oder hast du meinetwegen Biologie, Ich habe mal angefangen, Physik zu studieren. Dann habe ich Wirtschaftsingenieurwesen tatsächlich mal mit einem Abschluss studiert. Und das sind auch genau die Felder, auf denen du jetzt arbeitest als Journalist? Ich arbeite im Wesentlichen im Feld Raumfahrt, was damit überhaupt nichts zu tun hatte, außer halt, naja gut, soweit wie Physik halt in allem Möglichen drin spielt. Sehr viel Energietechnik, okay, und weil diverse andere Forschungsfelder. Wir sprachen vorhin über Ausbildungswege, dann wäre natürlich über den Ausbildungsgang Journalismus zu reden. Was ist dann am Ende ein Fachjournalist, der ein guter Journalist ist oder diejenige, die zuvor Physik, was auch immer, studiert haben? Aber so, jetzt wolltet ihr zwei beide zu zuvor genannten Zusammenhängen reden. Bitte. Genau, ich wollte noch mal erinnern an die wunderschöne Forderung, die Wissenschaftskommunikation zu stärken und zu fördern, weil das ist, glaube ich, genau das, was wir an dieser Stelle brauchen. Ne? Also noch eine stärkere Arbeitsteilung. Also wir sind ganz groß heute Abend im Erheben von Forderungen, aber ein bisschen lausig im Entwerfen von Plänen. Naja, gut, wir, glaube ich, wissen schon, können uns vielleicht ein Bild davon machen, was Wissenschaftskommunikation ist und dass das Leute auch machen können, also vielleicht sogar Wissenschaftler selber. Mhm. Dass man sagt, ein Teil des Forschungsbudgets geht in die Wissenschaftskommunikation und partizipative Forschung. Das alles kommt ja nicht von alleine. Das war das von eben, ne? Dass wir Zeit und Geld dafür zur Verfügung stellen und Anerkennung. Also, ne? Dass wir dann Incentives schaffen und auch bewerten, wenn jemand gut kommuniziert und da viel Zeit reinsteckt, dass das so viel wert ist, wie eben so eine Salami-Publikation. Das wäre schon mal doch was Konkretes. Das ist auf jeden Fall was Konkretes und klingt nach einem Plan, aber ist das mit dem wissenschaftlichen Selbstverständnis vereinbar? Ich bin Forscherin und jetzt soll ich hier die Verkaufsmamsell sein? Das ist der Kulturwandel, der mit Open Science angesprochen ist. Also man muss sich da schon verändern und eben gucken, wie man andere Anreize setzt. Genau das passiert jetzt auch immer auf der europäischen Ebene oder wenn man mit dem BMBF redet. Was können wir denn konkret machen? Also nochmal Aufforderung an alle, wenn man Vorschläge hat, bitte einreichen. Wir brauchen jetzt ganz viele Ideen, wie man das konkret umsetzen kann. Viele sind ja auch schon, stehen ja auch schon im Raum und werden diskutiert, aber ich glaube... Das finde ich ist tatsächlich ein Vorschlag, da könnt ihr mal eine Nacht drüber schlafen, ob ihr bereit seid, in dem Wissenschaftszweig, auf dem ihr euch tummelt, vielleicht in die Kommunikation zu gehen, weil ihr denkt, ich verstehe einfach doch ein bisschen was davon. Aber jetzt war Christian... Nee, Moment. Ja, ganz gerne, aber Christian ist jetzt tatsächlich, hält schon eine ganze Weile das Mikro im Anschlag. Und dann muss ich sagen, ich wäre hier vorne auch bereit für Frauen, die sich zu uns setzen. Männer finde ich auch großartig, aber tatsächlich hatten wir jetzt schon drei und ich bin immer daran interessiert, dass vielleicht auch mal andere reden. Also wenn, dann wäre jetzt die Chance. Aber Christian, jetzt kannst du nichts dafür, du bist ein Mann, aber du wartest ja auch schon so lange. Okay, ich kann, ja, danke trotzdem. Ich würde gerne nochmal zu dem Thema Incentives kommen und vielleicht einfach so als Vorschlag, ich glaube, es ist schwierig, wenn man jetzt aus der Wissenschaft oder den Wissenschaftlern selber so die eierlegende Wollmilchsau macht und die muss dann alles können und rausgehen und alles. Und im Endeffekt, glaube ich, ist es einfach wichtig, den Elfenbeinturm zu öffnen. Ja, es muss Möglichkeiten geben, für die Gesellschaft reinzugucken und das Wissen zugänglich gemacht zu haben. Und ich glaube, dann ist es einfach notwendig, unabhängige Akteure, unabhängige Plattformen zu schaffen, die es eine Interaktion ermöglichen, Kontext irgendwie schaffen und die Leute ein Bewusstsein eben für die Relevanz schaffen und die Fakten als Fakten präsentieren, ohne jetzt groß vielleicht zu deuten und uns als Gesellschaft dann die Möglichkeit geben, auf der Basis dieser Fakten zu entscheiden, in welche Richtung wir wollen. Und das ist vollkommen, ich glaube, dass die zum Beispiel die Pressestellen der Universitäten
sind natürlich absolut einfach daran interessiert, die Forschung darzustellen. Ist ja auch nichts Schlimmes, das muss man halt auch wissen. Und wenn man aber jetzt versucht, durch diese lineare Kommunikation alles zu erreichen, dass von der Pressestelle dann das beim Endnutzer, der in der Bevölkerung ankommt, dann passiert das vielleicht einfach. Vielleicht braucht es dazwischen einfach noch Leute, die unabhängig sind, die Bevölkerung einladen und halt eben die Wer ist das? Also jetzt mal du mit deinem Festival? Das ist genau die Motivation unseres Festivals, so eine Plattform zu schaffen, die halt dynamisch ist, wo man Fakten als Fakten darstellt, wo man nicht jetzt polemisiert, wo man eben sich auch Zeit lässt für die Behandlung mit einem Thema, nicht 12 Minuten, sondern halt 2 Tage. Ja, und das ist aber nicht das Einzige, es sind auch unabhängige Wissenschaftsplattformen online oder einfach nur Leute, deren Incentive eben nicht darin liegt, die eigene Arbeit möglichst effizient öffentlich wirksam darzustellen, sondern durch zum Beispiel öffentliche Förderung oder was auch immer, welchen Mechanismus, das Ziel darin sehen, die Komplexität als solche vielleicht auch zu belassen und eher den Dialog zu fördern. Okay. Wollt ihr Dialog führen? Möchtest du nach vorne kommen? Aber habe ich das richtig verstanden? Du wolltest auch eine Frage stellen? Ich wollte zu ihr. Ach so, okay, dann nutzt doch die Gelegenheit und du kannst dir den Weg hier durchbahnen. Also, was ich sagen wollte, war deine Sache, dass man Ideen einbringen soll. Ich hätte eine Idee, und zwar könnte man einfach anfangen mit der Ausbildung von Wissenschaftlern. Meiner Meinung nach gehört es zu der Ausbildung von Wissenschaftlern, dass man einfach über Wissenschaftskommunikation vielleicht auch etwas lernt. Ja? Also und zwar unabhängig vom Fach kann man sich vielleicht Sachen überlegen. Also die Zusammenkunft der deutschen Physikfachschaften zum Beispiel hat 2 Positionspapiere jetzt verfasst, die sich damit zum Beispiel beschäftigen. Da stehen auch ein paar konkretere Sachen drin. Also es ist längst nicht so konkret, wie man es vielleicht bräuchte oder so, aber es gibt Ideen ja auch dafür. Und ich glaube, in diese Richtung muss es gehen. Die Fachgesellschaft der Physiker? Nein, der Physikfachschaften. Ach so, die Physikfachschaften reden drüber, wie man in den Lehrplan Wissenschaftskommunikation Reden über Physik integrieren könnte. Genau, und jeder, der einen Abschluss macht, hat eine Bachelor- oder eine Masterarbeit irgendwie. Ja. Das heißt, es gibt mindestens 1 oder 2 Möglichkeiten, dass man tatsächlich eine wissenschaftliche Forschung in irgendeiner Weise gemacht hat und die dann auch kommunizieren kann. Mhm. Ja, und das ist doch eine super Gelegenheit. Man muss also nicht irgendwie ein Paper präsentieren, das man irgendwann gelesen hat, sondern wirklich das eigene Zeug. Ja. Und das ist eigentlich eine super Gelegenheit, das zu machen. Und das kann man auch ohne Probleme, meiner Meinung nach, halt einbauen ins Curriculum. Ja. Dann müssen dann halt irgendwelche CPs möglicherweise wegfallen. Ja. Aber ist es das nicht vielleicht auch wert? Und wäre das nicht sinnvoll? CPs für die Blöden nochmal ist was? Entschuldigung, Credit Points, also im Prinzip muss man halt einfach irgendwas abzweigen, heißt es so viel. Ja? Dann muss halt diese irgendeine Vorlesung wegfallen. Mhm. Okay, ja, das ist doch ein guter Vorschlag. Allerdings wahrscheinlich doch gar nicht so einfach umzusetzen und das reinzukneten in die Lehrpläne, oder? Ich glaube, die Akzeptanz dafür herzustellen ist das Schwierigste. In der Gestaltung des Curriculums ist es absolut möglich und ich halte das auch für eine konstruktive und vernünftige Idee. Also ohne Kommunikation funktioniert es nicht und das kann man durchaus lernen, meiner Meinung nach. Da vielleicht, ich glaube, es ist nicht nur eine Sache sozusagen der Ausbildung und Erziehung, sondern des gesamten Kulturwandels auch. Weil wenn wir jetzt sozusagen die jungen Leute heiß machen, macht Open Science und dann prallen sie an ihren Professoren ab, ist das auch keine gute Situation. Ne? Das heißt, man muss vielleicht auch ein Empowerment betreiben und den jungen Leuten was in die Hand geben. Wobei, und was, dass sich was ändert. Aber vielleicht ist es auch die Sache des wissenschaftlichen Nachwuchs, selber solche Forderungen auch lautstark zu stellen. Wollte ich gerade sagen, zum Glück ist Kulturwandel immer auch Generationenwandel. Und insofern wäre ich da relativ zuversichtlich. Obwohl ich zu der Generation gehöre, die es nicht verhindern würde, sondern befördern. Also trotzdem glaube ich, dass es eine Reihe von Kollegen gibt, die das als Schabernack betrachten und sagen, das hält sie nur von ordentlicher Wissenschaft ab. Die höre ich förmlich. Aber so, bitteschön. Ich komme weder aus der Wissenschaft noch aus der PR. Also ich komme aus einer Agentur und wir betreuen Medien- und Kulturkunden. Also wir machen für die Websites und so weiter und haben eben damit zu tun, dass eben die Institute zu uns kommen und die kommen mit ganz vielen Texten. Und wie können wir das denn jetzt den Leuten zugänglich machen? Also wir verpacken dann quasi die Sachen, die sie uns geben, in kleine Häppchen, dass das Menschen irgendwie, dass es zugänglich wird. Ein schönes Beispiel ist eigentlich, die Digitalisate von den Museen in staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Es hat ganz viel
Überzeugungsarbeit geleistet, dass die Wissenschaftler dann mal sagen, also das war ein Riesenproblem, also wir wollten für die eine schöne Online-Collection machen, dass die Leute doch zu den tollen Exponaten Zugang haben, egal wo sie doch auf der Welt sind. Es sind ganz tolle Recherchen dazu entstanden, aber eh die Wissenschaftler diese Kunstwerke überhaupt freigeben, es ist ja nie fertig geforscht, ja. Ich meine, ist das nicht eine Riesenchance, irgendwie die Sachen online zu stellen und darüber zu diskutieren, einen Feedback-Button einzubauen und sagen, wisst ihr mehr? Ich bin hier an einem Punkt, wo es nicht weitergeht. Wisst ihr nicht mehr dazu? Und die Wissenschaftler wollen diese tätige Mitarbeit der begeisterten Betrachtenden gar nicht? Es kommt langsam, aber es gibt dann immer noch die im Elfenbeinturm wahrscheinlich ganz weit oben sitzen und ganz runter gucken und wo es noch gar kein Loch, ja. Ach, warst du schon mal bei uns? Ja, ich war schon mal da. Genau, ich erinnere mich. Das ist ja super. Ich erinnere mich, wir hatten mal eine Diskussionsrunde, da ging es um Museen, ja, und da war, glaube ich, die Bloggerin von irgendwie jüdisch und einer mit so einer VR-Geschichte, der historische Sachen wieder vor Augen holt, und auch jemand vom Naturkundemuseum. Es ging um Multimedia-Geist. Ich glaube, da hast du genau dieses Klagelied auch gesungen. Das ist bestimmt anderthalb Jahre her und da ist nichts passiert. Nein, es ist was passiert. Ja? Wir haben die Online-Collection gelauncht und die Staatlichen Kunstsammlung haben eine ganz tolle neue Webseite, wo wir eben genau das machen. Auf eine Online-Collection geht doch kein Mensch drauf. Also kein normaler Bürger, der jetzt nicht studiert hat und nicht ins Museum geht. Warum soll der sich denn vielleicht die Mona Lisa angucken, aber warum soll er sich denn irgendwas anderes angucken, was überhaupt nicht in den Medien ist? Ja, und guckt er? Wir haben versucht, die normale Webseite der Staatlichen Kunstsammlung auch mehr mit der Online-Collection zu vernetzen, dass wir die Leute neugierig machen, reinbringen und dass sie halt auch verwendbar ist dann für die Bildung und in das Analoge dann übertragen werden kann, dass dann damit gearbeitet werden kann. Dass wenn ich doch mal in die Versuchung komme, ins Museum zu gehen, ist eine Perspektive, dass ich dann auch mehr Informationen erhalten kann dann zu dem Exponat, was ich dann in der analogen Welt auch sehe. Und tatsächlich arbeiten wir auch mit einem Klimaforschungsinstitut zusammen. Und da haben wir auch ein schönes Bild letztens kreiert. Es geht doch eigentlich um verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist super oberflächlich, aber da können halt die einen einsteigen. Es gibt die andere Ebene, die ist halt die datenbasierte Ebene, da wo dann die Profis, die Cracks einsteigen. Und irgendwo muss man sich ja irgendwie treffen und es muss ja zwischen diesen Schichten, man muss ja so vordringen können, so wie du so schön gesagt hast, wie ihr auf eurem Festival macht, dass man eigentlich so einen Wissenstransfer auch von wo es losgeht, dann herstellt, da um halt auch lernen zu können. Und so. Deine Erfahrung ist, diese Online-Datenbanken werden nicht von dem klassischen, oh Schatz, Sonntag, wir gehen ins Museum, Publikum genutzt? Das glaube ich nicht. Also warum Online-Collection, das klingt ja schon so. Also, du würdest sagen, da geht ein anderes Publikum hin als das, ich glaube, es wird als wirklich aufmacht. Und es wird als wissenschaftliche, es ist auch tatsächlich Ziel, ein mächtiges Suchtool für Wissenschaftler zu sein, aber gleichermaßen auch ein Inspirationstool für Leute, die irgendwie da drauf gekommen sind, irgendwie über die Website, weil sie gesehen haben, ach, da ist eine schöne Veranstaltung und das ist schöne Bilder, klicke ich mal drauf, oh, wo bin ich denn jetzt hier in der Online-Collection, da fahre ich jetzt mal was, oh, und da kann ich mich ja so herrlich treiben lassen. Dass man dann die Möglichkeit hat, überhaupt einzutauchen in einen Kosmos, mit dem man vorher noch nichts zu tun hatte. Und dazu muss ja erstmal eine Struktur geschaffen werden. Muss eine Struktur geschaffen werden auf verschiedenen Ebenen. Glaubt ihr, dass es so funktioniert, sozusagen die Wege breit streuen und darauf hoffen, dass Leute, die durchs Netz schlendern, bei mir längs kommen und da verweilen? Ich glaube, man muss es auch interessant machen für die Leute. Zum Beispiel durch das Konzept von Open Data, dass man sagt, ihr dürft euch das nicht nur angucken in der Online-Collection. Das macht man vielleicht, ja, wenn man drüber stolpert mal und denkt, ganz nett. Aber eigentlich ist es ja doch schöner, sich die Bilder im Original anzugucken. Aber wenn man damit jetzt was machen darf, irgendwie sich eine Postkarte drucken oder auf mein T-Shirt irgendwie, ja nicht nur die Mona Lisa, sondern irgendwas Cooles, was ich da gefunden habe. Und solche Vorbilder gibt es ja auch schon. Das Rijksmuseum ist da, glaube ich, so Vorreiter. Und die haben damit ja auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Also, dass ihnen die Butter nicht vom Brot genommen wird, sondern dass man einfach, dass einem nichts weggenommen wird.
der Kunst, sondern das, was hinzukommt. Und dass die Leute auch ins echte Museum dann auch stärker strömen. Mhm. Ne? Also das ist auch, glaube ich, das, was bei der Digitalisierung insgesamt total wichtig ist. Es wird nicht alles digital, sondern wenn man es richtig und gut macht, weckt man die Neugierde für sozusagen das Echte. Und mit dem Digitalen kann man was Zusätzliches machen. Es sind da draußen, alles Zugänge. Zu Hause. Man muss einfach nur Zugänge schaffen. Ja. Und egal, wo das ist, also der eine, der lässt sich halt eher über Bilder motivieren. Der nächste ist halt eher zahlenaffiner. Der andere guckt sich eher Datensätze an. Der nächste braucht das haptische Erlebnis eher. Oder der andere kann es nur riechen. Also es braucht einfach Zugänge, die wir schaffen müssen. Und jeder muss ja irgendwie... Ja, viele Wege führen nach oben. Also das Wort Surfen, da ist ja eingebaut letzten Endes die zufällige Begegnung, die aber irgendwelchen Reizen folgt. Also Attraktoren, wie man so schön sagt. Und das ist der eine Weg. Der andere ist aber, glaube ich, auch wirklich, dass wir uns über unsere Adressaten Klarheit verschaffen. Also jeder Kommunikationstheoretiker weiß, dass er Adressatenstudien machen muss, um zu wissen, wie er an eine wünschenswerte Gruppe herankommt. Und das wird viel zu wenig gemacht. Das ist für mich auch eine Frage der Professionalisierung. Auch für ein Museum, Adressatenforschung zu machen, deren Bedürfnisse zu kennen, deren Interessen, deren Konsumverhalten in Bezug auf die Verarbeitung von Informationen und Wissen. Und da herauszufinden, wo ist das Einstiegstor, deren Lust zu entfachen, deren Neugier. Und da wird man ein sehr differenziertes Bild bekommen, aber man muss es trotzdem machen und dann adressatenbezogen die Angebote entwickeln. Zum Thema Zugänge schaffen, den Beitrag finde ich ganz toll. Und vielleicht das ist ein schönes Beispiel auch dieses das Coding Da Vinci Projekt von der Open Knowledge Foundation, die halt die Museumsdaten öffentlich gemacht haben und daraus einen sehr erfolgreichen Hackathon inzwischen gestartet haben, wo wunderschöne Ergebnisse rauskommen, was man halt mit offenen Daten alles machen kann und anstellen. Und auch da wieder erstmal, man schafft den Zugang, man öffnet die Tür, man hat irgendwie einen Übersetzer oder einen Mittler, der sich ein Format überlegt, um da macht auch nicht das Museum alles, sondern um halt irgendwie die interessierte Zielgruppen dann mit reinzuholen und diese Interaktion zu befördern und dann kommen wunderbare Sachen raus. Vollkommen ungesteuert im Sinne von gerichteter Kommunikation ist genau das andere, aber da entstehen tollste Überraschungen. Zum anderen vielleicht ja, ein lustiges Beispiel auch noch vom Festival. Wir haben mit einem amerikanischen Konzeptkünstler daran gearbeitet, alternative Modelle oder Methoden zu finden, wissenschaftliche Modelle erfahrbar zu machen. Und der hat das Modell der Gastronifizierung vorgeschlagen. Statt Daten zu visualisieren, haben wir Daten gastronifiziert. Das heißt, wissenschaftliche Modelle mit dem enterischen Nervensystem erfahrbar gemacht. Und wir haben dann die werden dann geschluckt, oder wie? Ja, es gibt bestimmte Aromate, die relativ klare Auswirkungen auf unser enterisches Nervensystem haben. Und da gibt es Stoffe, die haben wir uns dann gemappt und rausgesucht in so einem Zwei-Tages-Workshop. Und dann konnten halt dann Klimawissenschaftler kommen und dann haben wir halt verschiedene Variablen mit verschiedenen Aromaten halt dann gepaart. Und so hatten wir dann einen Eiscreme-Stand am Festival mit verschiedenen Kugeln, wo man dann halt verschiedene Outcomes von Klimamodellen essen konnte. War jetzt natürlich nicht, ich meine, hat man nicht danach irgendwie eine besonders tiefe Stufe der Erkenntnis zu diesen Klima-Outcomes gehabt. Aber ich weiß auch nicht, ob ich es richtig geschnallt habe. Also das nächste Mal komme ich bei Klimawandel zum Essen. Okay. Aber es ist ein Gesprächsstart. Es ist einfach, man versucht halt auf verschiedenen Wegen einfach eine neue Interpretations- und Möglichkeiten und Zugänge zu schaffen. Und okay. Da kann man auch kreativ werden. Ja? Ich sehe noch vier Handzeichen. Ich bin langsam im Landeanflug. Dann würde ich sagen, dann lasst uns doch vielleicht die Fragen sammeln. Dann geben wir einfach das Mikro durch den Saal, weil eigentlich wollte ich mit Blick auf die Uhr langsam den Sack zumachen, aber ich will es auch nicht abwürgen. Also was jetzt noch nicht passiert ist, ist, dass man das auch in verschiedenen Qualitäten ja eigentlich hat. Es gibt, also natürlich, vorhin wurde die Frage, eingangs wurde die Frage gestellt, ob es überhaupt einen Elfenbeinturm gibt. Also ich denke, es gibt halt so viele, dass es aussieht wie in einer Tropfsteinhöhle eigentlich, weil jedes Wissenschaftsgebiet für sich sozusagen so eine Art Bohrköpfe in den Himmel errichtet und in den Spitzen ist es auch gar nicht mehr nachvollziehbar, es ist nicht mehr zugänglich für Laien und so weiter. Und die Frage ist ja auch, inwieweit ist das alltagsrelevant oder so. Aber es gibt halt eben auch viele Sachen, die sich dann nicht nur an Flaneure oder so richten sollten oder an interessierte Laien, sondern es gibt ja auch viele Gebiete, die Verantwortung
implizieren und auch einfordern von allen Menschen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Klimapolitik geht oder so, da liegt dann eigentlich da der Ball in meinen Augen bei den Insassen der Elfenbeintürme, die dann halt so eine Rapunzelfunktion übernehmen müssen, damit Leute das halt verstehen. Ja, und das ist schön, wie dieses Bild sich mit Leben füllt. Super. Ja, aber da ist es dann total wichtig, dass das halt auch zündet, weil ansonsten kapseln sich die Menschen halt immer mehr ab. Und dann, das heißt, du redest nochmal das Wort der letztlich gesellschaftlichen Verantwortung der genau, Wissenschaft. Genau, also es gibt viele Gebiete, wo die Wissenschaft halt eine gesellschaftliche Verantwortung trägt, das erworbene Wissen dann halt auch so zu kommunizieren, dass es wirklich ankommt. Also, und das ist halt zum Beispiel bei der Klimapolitik. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist bei der KI. Also ich höre halt immer wieder, ja, es sind tolle Fortschritte gemacht worden und irgendwann kommen die Roboter und beißen euch den Kopf ab. Also ich weiß nicht, wie ich das in meinen Alltag implementieren soll oder wie ich darauf reagieren soll. Aber in der Klimapolitik, da kann man ja dann auch Handlungsanweisungen sozusagen formulieren. Und man muss sich vor allen Dingen gegen die durchsetzen, die das Gegenteil behaupten. Und das läuft wahrscheinlich dann nur über Geld. Und da muss dann halt die Wissenschaft, also ja, am Ende ist es eh eine Geldgeschichte. Wie alles, oder? Wie alles, ja klar. Und okay, dann nehmen wir das als Redebeitrag. Meine Frage war es nicht. Ich glaube, alle würden dir sofort mit Blut unterschreiben. Ja, wie kann man daraus jetzt eine Frage machen? Was schaffst du nicht mehr? Wir nehmen es als kleines Referat. So, ich weiß nicht, wo, da ist schon, pass auf, ich gebe das Mikro weiter und du kannst schon sprechen, bitte. Ich würde gerne zwei Begriffe in den Raum werfen, die eigentlich an vielen Stellen immer schon angeklungen, aber nie gesagt worden sind. Und der eine ist Vertrauen, der andere ist Transparenz. Vertrauen einerseits der Wissenschaftler und auch der Wissenschaftsvermittler darin, dass die Bürger auch komplexe Vorgänge verstehen wollen. Vertrauen darin, das haben Sie vorhin angesprochen, dass auch Interesse von den Kleinen zum Beispiel da ist, Wissenschaft zu entdecken. Aber auch Vertrauen darin, dass wenn Wissenschaft öffentlich zugänglich gemacht wird oder eben bei der Kunstausstellung einfach Bilder zugänglich gemacht werden, dass die Öffentlichkeit damit schon umzugehen weiß, es respektieren wird und auch einfach das auf eine gute Art und Weise nutzt. Und das kommt dahin, also sozusagen schlägt wieder die Brücke zurück zu ganz an den Anfang, wo die Frage war ja, wie schaffen, also warum ist dann ein Misstrauen vielleicht auch da gegenüber dem Elfenbeinturm und gegenüber den Universitäten? Woher kommt dann Vertrauen? Einerseits kommt es daher, wenn eine Institution schon sehr lange Vertrauen bekommen hat, was Universitäten eigentlich haben, das sind unsere Wissenschaftsinstitutionen, aber Vertrauen kommt auch, kann man auch erlangen, indem Dinge transparent gemacht werden. Und das ist das, was an Sie sozusagen anschließt, der Aufruf einfach zu sagen, dass Wissenschaft einfach ein Prozess ist und Transparenz zu schaffen, dass es eben ein Vorgang ist und niemals abgeschlossen ist. Und das ist sozusagen nochmal zu der Eingangsfrage, was heißt denn Open Science? Und da komme ich wiederum aus der Open Knowledge Foundation und sage, Open ist eben nicht mit offen alleine zu übersetzen, sondern Open heißt einerseits offen zugänglich, andererseits aber auch transparent und durchschaubar für alle. Mhm. Vielen Dank auch. Ich nehme es auch als Ergänzung, ne? Ja. Ja, genau. Vielen Dank auch nochmal für den Leuchtmarker, der da angesetzt war, bitte. Ja, danke. Nee, es wird doch lauter, ja? Ja, okay. Genau, ist schon an. Okay. Ja, ich wollte auch eher einen Redebeitrag als eine Frage letztendlich. Es ging ja jetzt oft um das Wie. Also, wie kann ich Wissenschaft besser vermitteln? Und ich finde auch, dass es stark ums Was geht. Also ich bin selbst Politikwissenschaftlerin, geht vielleicht jetzt in der Naturwissenschaft nicht ganz so gut. Da hat man ja irgendwie das Feld, das eher abstrakt ist und fern vom Alltag der Menschen. Aber ich sehe eben in Politikwissenschaft, dass vor allem popkulturelle Themen, die sind jetzt stark im Kommen, aber es war eben eine Zeit lang sehr nicht der Reputation förderlich, ne? Dass man sagt, okay, ich erforsche jetzt primär Filme, Graphic Novels oder Comics oder was auch immer und nicht politische Reden. Aber in den popkulturellen Phänomenen, also ich mache viel zu Science Fiction eben, treten Werteverständnisse oder Werte, also wie sich Werte bilden in der Gesellschaft, viel stärker hervor als zum Teil in offiziellen Dokumenten. Und ich finde, es ist auch eben so ein erster Schritt,
Man kann natürlich Popkultur auch vollkommen elitär erforschen, das ist natürlich klar. Aber wenn man sagt, man geht dann raus, dann hat man gleich einen ganz anderen Bezugspunkt zu den Menschen auch. Wenn man sagt, Mensch, ich war da selber im Kino und hatte irgendwie den neuen Blade Runner gesehen und sowas, was sagt uns der denn über unsere Werte und unsere Gesellschaft? Und das kann man natürlich dann fundieren, ne, mit den politischen Theorien. Aber ja, ich finde, es ist auch ein guter Ansatz, um die Leute mehr zu catchen und fürs Thema dann zu begeistern. Vielen Dank. Also quasi nochmal das Plädoyer für eine andere Art von Offenheit, auch was die Themenwahl und die Sujets betrifft. Und dann, wenn mich nicht alles täuscht, war da noch jemand. Bitte schön. Roman Prinz, ich arbeite am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und würde bei dir eigentlich ganz gerne anknüpfen und auch irgendwo bei Ihnen, dem Autoren bei Golem. Da wurde jetzt gerade ganz viel über die Pressestellen gesagt und über die PR-Stellen an der Universität, wie eben auch der medialen Berichterstattung. Und als Beispiel an der Stelle würde ich mal die, wir nennen das bei uns immer die Wursthysterie, die geschaffen wurde durch die World Health Organization vor, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren. Wo tatsächlich, Fleisch macht Krebs. Genau, Fleisch macht Krebs, 18% Steigerung durch 15 Gramm täglichen Verzehr dieses verarbeiteten Fleisches oder gepökelten Fleisches, wo ich mich dann als Wissenschaftler frage, hey, 15 Gramm, 18% Steigerung, jetzt esse ich 150 Gramm, habe ich dann 180%ige Steigerung in meinem Krebsrisiko. Diese Skepsis dahinter existiert aber nicht in der breiten Bevölkerungsmasse, sag ich mal. Und deswegen die Überleitung zum Thema Vertrauen. Ich finde im Gegenteil, das Vertrauen ist verkehrt an dieser Stelle. Ich würde eher Skepsis wecken. Mhm. Und die Skepsis wecke ich nicht dadurch, dass ich den Wissenschaftler beibringe, wie die Wissenschaftler kommunizieren sollen. Und das auch nicht unbedingt im Studium, im Bachelor oder im Master mache, sondern die wecke ich dadurch, dass ich vielleicht auch mal auf einer viel breiteren Ebene überlege, die Mathematik in der Grundschule, im Gymnasium, in der Gesamtschule, in der Hauptschule, in der Realschule zu überarbeiten und zu sagen, hey, der Satz des Pythagoras, der hat doch eigentlich überhaupt keine Alltagsrelevanz für die Jungs und die Mädels, die da in der Schule sitzen. Dahingegen hat Wahrscheinlichkeit, Stochastik, statistische Berechnungen viel mehr Relevanz. Und dann haben wir vielleicht, um auch nochmal zu Ihnen überzuleiten, dann auch Mediziner, die eben nicht statistisch analphabetisch sind und falsche Behandlungsmethoden empfehlen. Vielen Dank. Ich finde das also im Sinne der Dialektik einen großartigen Abend. Ganz viel Plädoyer für Offenheit und zum Schluss einer, der sagt, seid skeptisch. Wirklich sehr gut. Wunderbar. Habt vielen Dank für die Diskussion. Wie gesagt, ich glaube, wir können tatsächlich dieses Thema vielleicht nochmal mit einer anderen Facette, zumal ich auch noch nicht mehr die Hälfte meiner Fragen loswerden konnte, vielleicht nochmal auflegen. Und dann würde ich mich freuen, einige von euch und viele von euch auch hier vorne zu sehen. Ich glaube, insofern ist das vielleicht als Selbstgespräch, wo wir vorhin dachten, ist das nun gut oder schlecht, auf jeden Fall eine gute Sache. Ich bedanke mich sehr für die Diskussion, für euer Zuhören, für euer Teilnehmen, möchte aber zum Schluss von euch noch dann jetzt ein idealtypisches Beispiel haben, für das Verschmelzen von Wissenschaft und digitaler Infrastruktur, Selbstnennung, also mein tolles Festival, mein tolles Museum, meine tolle ehemalige Uni sind ausgeschlossen. Also was guckt ihr euch an im Netz und findet es schlau, fühlt euch angesprochen, fühlt euch eingeladen? Also ich kann anfangen. Wir haben eine Studierendengruppe in der Archäologie, die hat das Forum Romanum digital als 3D-Projekt nachgebaut. Und da kann man die verschiedenen historischen Entwicklungsstufen dieses uralten Platzes sich angucken, wie das immer wieder überbaut, abgerissen, abgebrannt, dann wieder überbaut wurde und die verschiedenen Hypothesen auch. Denn über viele der Gebäude dieses Forum Romanums gibt es unterschiedliche archäologische Theorien. Mhm. Ist aber jetzt doch aus HU-Beständen sozusagen diese Entwicklung, ja, oder? Aber das ist im Internet. Das kann man sich also... Nicht HU ist Internet. Habe ich Ihre Frage vielleicht falsch? Nein, weil ich habe gesagt, sozusagen Selbstnennungen aus dem eigenen Beritt sind ausgenommen, aber wir kneifen ein Auge zu. Ach so, ich bin überhaupt kein Archäologe. Also das ist... Okay. Ich bin da in der kompletten Laienposition. Was das ich ist in der Suchmaschine meines geringsten Misstrauens reintippe, um es zu finden. Forum Romanum und dann... Digital oder was? Digital, ja. Mhm. Würden Sie finden. Und wie gesagt, das sage ich nun wirklich als kompletter Laie. Und ich kenne viele Leute, die das interessiert und die damit hantiert haben, die überhaupt nichts mit der Universität zu tun haben. Das ist wirklich spannend. Und so ist das ist für mich ein geglücktes Projekt, weil es nämlich die Resultate und die Methoden zeigt und die Optionen, denn Wissenschaft kann irren, selbstverständlich. Und eine konstruktive und gesunde Skepsis ist mehr als angeraten. Übrigens ist die auch Konsequenz von Transparenz. Also deswegen trifft sich das, was Sie beide sagten. Transparenz brauche ich auch, um eine kluge Distanz einnehmen zu können, die jetzt nicht defätistisch oder verneinend ist, aber die auch
Vorsicht ruft und eine gewisse Kritik in der Rezeption. Das ist nämlich genauso ein wichtiges Ziel wie einfach nur Transfer von Wissen von A nach B. So, und dein Tipp wäre? Also, das ist jetzt, man kann es mittlerweile auch im Internet lesen, aber die Geschichte ist länger und das ist auch die Geschichte ein bisschen, warum ich ans Naturkundemuseum gekommen bin, nämlich die tolle Arbeit des Entomologischen Vereins Krefeld. Mal Entomologen, das sind die mit Käfern. Das sind die mit den, genau, ja. Die mit den Käfern. Mhm. Den gibt es auch schon seit ungefähr 100 Jahren, diesen Verein. Und seit 1989 stellen die Naturschutzgebieten so Insektenfallen auf. Das ist ein ziemlich, das ist viel Arbeit. Die sammeln diese Käfer, die sie dann gesammelt haben, in Alkohol und messen das und bestimmen das dann auch und haben das sehr hartnäckig seit langer Zeit gemacht. Und es sind halt Bürger. Das ist ein Bürgerverein und Krefeld ist jetzt auch gar keine Universitätsstadt. Ich weiß nicht, wer dieses Kaff kennt. Zufällig bin ich da zur Schule gegangen, aber das ist nur ein Zufall. Und was mich total gefreut hat, ist, dass diese Studie jetzt total, ich weiß nicht, vielleicht haben ganz viele davon gehört, das ist das, aber viele wissen vielleicht nicht, dass Bürgerwissenschaft dahinter steckt. Dass Insekten sterben. Das sind die Nachrichten, das Zeitcover sozusagen. Vielen Dank für den Hintergrund. Es stand zwar in den Artikeln, aber ich dachte, ich muss es nochmal sagen, dass das Bürgerwissenschaft. Ja, ich wusste, dass es aus NRW kommt, aber ich wusste nicht, dass es Bürgerwissenschaft ist. Genau. Vielen Dank. Und man kann es auch ansurfen, weil es nämlich ganz toll in einem Open Access Journal bei PLOS veröffentlicht worden ist, diese Studie jetzt. Aber es gab es schon länger und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, dieses Wissen, das muss raus in die Welt. Aber es ist noch nicht so richtig publiziert, oh mein Gott. Und jetzt ist es raus und es hat eine Wirkung und es ist, glaube ich, schon auch ein wichtiges Faktum. Okay, vielen Dank. Christian, dein... Könnt ihr eure Nachfrage bei einem Glas Wein klären? Weil gar nicht ganz kurz sagen. Ich Stress hier von verschiedenen Organisatoren. Und ein Satz? Ein Satz ohne Nebensätze. Ein Satz ohne Nebensätze. Wissenschaftler haben zusammen mit diesen Bürgerwissenschaftlern die Ergebnisse aufgearbeitet und immer noch kein Nebensatz. Ja, ich pass aber auf. Auf jeden Fall ohne Nebensatz. Publiziert, Punkt. So, jetzt du, Christian. Ich will vielleicht gar keine spezielle Initiative nennen, sondern einfach nur motivieren, sich im Netz mal ein bisschen umzugucken, wie Nicht-Experten und Laien, insbesondere aus dem kulturellen und künstlerischen Bereich, angefangen haben, sich wissenschaftliche Ressourcen zu eigen zu machen und damit zu arbeiten. Ja, digitale Daten. Wir brauchen schon noch eine Empfehlung, was wir angucken sollen. Nicht nur geht mal ins Netz und guckt mal. Ja, was? Guckt euch mal digitale Kunstprojekte zu künstlicher Intelligenz an, um zu erfahren, wie die Entwicklung im künstlichen Intelligenzbereich momentan stattfindet. Möchtest du eine Künstlerin oder einen Künstler noch nennen oder ginge das jetzt zu weit? Ich finde zum Beispiel die Arbeiten von Gene Kogan sehr, sehr gut. Der hat gestern auch in Berlin ausgestellt auf einem Festival und der macht tolle Arbeiten, kommt aus der Maker-Szene hier. Okay. Und genau, den kann man sich mal so als Zugang mal, glaube ich, ganz gut. Dann von mir jetzt noch was ganz Lames. Vorhin die Forderung in Richtung Wissenschaftsjournalismus, da wäre mein Tipp, guckt euch das Science Media Center an, die immer, wenn so ein Glyphosat oder Dieselgate-Dings losgeht und alle in den Redaktionen schwitzen, weil natürlich keine Ahnung hat, wie wirkt das Herbizid, wie funktioniert ein Diesel, dann reagieren diese Leute dankenswert schnell und versuchen, neutrale, verständliche Informationen zusammenzustellen. Werden gesponsert von einer Stiftung, ist tatsächlich frei zugänglich und open, glaube ich, auch in dem Doppelsinn, den du vorhin benannt hast. Das wäre mein Tipp. Ansonsten könnte ich noch ein paar Termine nennen. Nächste Woche die Wissenswerte in Darmstadt, da sind genau diese Wissenschaftskommunikatoren unterwegs. Und nächste Woche hier in der Nachbarschaft an der BBAW, also Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, kurz und gut Kommunikation in den Geisteswissenschaften. Das wäre ja eigentlich noch mein Herzensanliegen hier vorne gewesen. Wo bleiben denn die Wissenschaften, über die immer gesagt wird, die sind ja gesellschaftlich überhaupt nicht relevant. Musste aber leider heute in Schönheit sterben, das Thema, vielleicht ein anderes Mal. Also kurz und gut Kommunikation in den Geisteswissenschaften in Zeiten von Twitter, Slam und alternativen Fakten. Anfang der nächsten Woche am Gendarmenmarkt. So, und dann könnt ihr euch, weil ihr natürlich alle total närrisch seid auf Alexander von Humboldt, noch die Edition Humboldt Digital angucken. Reisejournale, Tagebücher, Briefe, auch ein Projekt der BBAW. Super aufbereitet, ihr seht die Faksimiles und so, wirklich schön.
Und dann zitiere ich den Herrn nochmal und sage, Ideen können nur nützen, wenn sie in vielen Köpfen lebendig werden. Und ich glaube, das war ein ganz guter Abend dafür. Habt herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Und habt ihr auch herzlichen Dank, dass ihr hier wart und mitgemacht habt. Und kommt im Januar wieder. Und bis dahin eine schöne Adventszeit. Applaus